Pünktlich, 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 super pünktlich. 8 Uhr, 20 Uhr, ich bin live. Ah, sehr gut. Bin da, genau. Hey, mal schließen hier und ich connecte einfach wie so Code auch schon mal mit meinem Twitch-Channel. Oh, ist da. Sehr gut. Mikrofon näher ran? Nee, ne? Ist okay so. Ist okay so. Ah. Ich habe mein Kaltgetränk, ich habe Wasser, ich habe mein Telefon, Licht ist an, Bild ist unten, alles gut. Noch nichts vergessen, sehr gut. Sehr, kurz mal checken, okay. Ah, sieht alles aus. Die Stats sagen, es läuft alles, 60 FPS, sehr gut. Hallo, Herr Steiner. Sehr gut. Schön, dass ich nicht alleine bin. Ich freue mich immer, wenn jemand da ist. Genau. Wir hatten heute ja, oder letztes Mal war ja irgendwie gemeldet worden oder gewünscht worden. Oh. Mich gerade so ein bisschen Mühe, egal. Ich sehe es gleich mit Martin. Genau, Hans-Peter. Peter, Hans-Peter. Peter Steiner, deswegen HP. HP Steiner, sehr gut. Hast du bestimmt noch nie gehört, HP. Oh ja. Der Mensch, der den Namen, der irgendwelche Namen kaputt gemacht hat. Mit dem habe ich sogar eine sehr, sehr lustige Situation mal erlebt. Mit dem HP Baxter von Scooter. Ich weiß gar nicht, wo wir waren. Ich war irgendwie, ich glaube, in Polen irgendwo. Bin in den Flieger eingestiegen und er stieg dann mit seiner, mit irgend so einer Freundin oder irgendeiner Frau von, was, wer auch immer das war, stiegen dazu und setzten sich direkt vorne in die erste Klasse. Und dann lief die Stewardess, lief rum mit Zetteln und verglich irgendwas und so. Stellte sich raus, er hat sich einfach quasi, man hat ihm kein Erste-Klasse-Ticket gebucht. Er musste sich dann quasi in die Holzklasse mit reinsetzen, sage ich mal, also zweite Klasse. Und musste da irgendwie sich dann dazusetzen und das fand er überhaupt nicht gut. Und das Ding war einfach nur, es kam total rüber, der Dumme ist, der Typ ist einfach, oder sein Management, keine Ahnung, wer es auch immer gebucht hat, hat ihm wohl kein Erste-Klasse-Ticket gebucht. Und er war pisst. Und alle im Flugzeug waren irgendwie leicht genervt, weil die ganze Verzögerung, bis er endlich mal verstanden hat, dass er aufstehen muss und gehen muss, dass er nicht spontan noch nachzahlen muss und so, oder kann. Das hat knapp eine halbe Stunde gedauert, bis sie das aufgelöst hatten. Das fand ich schon sehr, sehr lustig. Ja, seitdem finde ich es immer sehr amüsant, wenn ich sehe irgendwo auf dem Bild. Egal, ich glaube, das war in Warschau oder sowas. Kann aber auch in München gewesen. Ich habe keine Ahnung mehr, wo es war. Auf jeden Fall, es war nicht, es war über Osteuropa oder Süddeutschland, irgendwie sowas. Aber es war sehr, sehr lustig. Okay, das war ein kurzer Schwenk. Was machen wir heute? Mein Kaugummi auch loswerden in meinen Mülleimer. Ich habe hier einen Mülleimer liegen, also keine Panik. Ich schmeiße hier nicht mein Kaugummi einfach nur auf den Boden. Was machen wir heute? Genau, wir wollten ja einmal gucken. Ich zeige mal ein paar Sachen, die ich mit Visual Studio Code mache und quasi auch mit Git. Das ist schon mal eine Sache. Ich habe auch schon ein bisschen was vorbereitet. Vorbereitet. Klingt so hochtrabend, aber ich habe mir was überlegt. Sag ich mal so. Und genau, ich möchte ja heute eine Navigationskomponente basteln, damit wir quasi auch, wenn wir eingeloggt sind, das Ganze jetzt hübsch sehen und so weiter. Das ist so die Idee. Okay, ich wechsle mal rüber in mein, auf meinen anderen Bildschirm oder in meine andere Szene. Die Szene, Alter. Genau, und zwar diese hier. Sehr gut. Das sieht merkwürdig aus. Kamera. Strich. Bild. Genau. Genau, das mal kurz mal zur Information oder nochmal zum Erinnern. Was habe ich gemacht? Ich habe hier da oben so einen Login-Button gebastelt. Das hatte ich letzte Woche ja anhand von dem Tutorial von Anna. Ein Auth0, ein Auth0. Ich kann das nicht so aussprechen, wie sie das ausspricht. Eine sehr, sehr britische Aussprache. Also Out0. Und genau, der Button zeigt eben jetzt an, ob man eben jetzt eingeloggt ist oder nicht. Kommt hier an, hey, wir wollen uns gerne einloggen. Und ich sage ja, ich logge mich mal mit meinem Google-Account ein und dann nehme ich
Standard-E-Mail-Adresse und bin eingeloggt. Sehr gut. Und, ja, und das wollen wir eben jetzt Ganze in eine Navigationskomponente hier oben auch verpacken, die eben dann auch das alles hier versteckt und man das quasi nur sieht, wenn man eingeloggt ist. Also das ist die Idee. So, genau. Und dabei zeige ich mir einfach mal, wie man mit Visual Studio Code mit GitHub das Ganze handeln kann. Genau, ich habe ja im Prinzip jetzt, glaube ich, für jedes Mal, wenn ich damit gearbeitet, mit Stitch gearbeitet habe, habe ich einen neuen Branch aufgemacht. Branch sind quasi so sowas wie, wenn ihr Kopien von eurem Projekt macht. Das ist so das Hauptding, ne? Also sprich, man kann immer sagen, okay, ich arbeite jetzt gerade mal an dem Feature, also kopiere ich meine aktuelle, den Ordner einmal kopieren und benenne ihn um und stelle ihn ein, dass er das und das tut. Und dass er die und die Version hat. Also im Prinzip ist es das, was man so mit Versionen merkt, mir jetzt mal den Stand so. Ne? Ich speichere mir das Ganze ab unter Stand mit Datum und so weiter. Kann man mit Git kann man das Ganze sehr, sehr einfach machen. Zwar mit Authentication, nicht mit Branches machen. Dort habe ich eben, wie gesagt, für jedes Feature, für jedes Mal, wenn ich hier so einen Stream gemacht habe, habe ich eben einen neuen Branch aufgemacht. Visual Studio Code kann per Default relativ gut mit Git. Also hier ist dieses Git-Zeichen, also der Source Control Tree ist hier. Source Control kann gut mit Git, GitLab, GitHub, wie auch immer, Atlassian, also alles, was quasi das Git-Protokoll unterstützt, kann das relativ gut mitarbeiten. Wahrscheinlich sogar mit anderen habe ich noch nie benutzt. Genau, ich habe im Moment noch eine Änderung, die ich noch nicht committed habe. Ne? Committed heißt ja quasi, ich speichere sie in meinem Branch so, dass es quasi nachher auch in die Versionskontrolle aufgenommen wurde. Wenn man hier rauf guckt, dann kann man sehen, okay, was waren die Änderungen? Man sieht, ich habe nicht ganz so viel gemacht. Ich habe einfach nur zwei Konsolenlogs rausgelöscht, was ich in Ordnung finde. Versuche immer meine Git-Commits möglichst klein zu halten, damit man das Ganze relativ gut und einfach auch pflegen kann. Ne? Weil ich versuche natürlich dann auch, wenn man eine Git-Änderung gemacht hat, gerade im Projekt, dann ist es sinnvoll, irgendwie, dass jemand anders mal drüber guckt und mal vielleicht so ein Code-Review macht. Ist das jetzt cool, was er gemacht hat oder nicht? Und dann ist natürlich ganz einfach, wenn es kleine Commits sind, mit wenig Änderungen. Genau, das waren quasi die. Das heißt, im Prinzip, man kann das Ganze in der Konsole machen. Ja, dann steht hier drin, kann man Git nutzen. Ne, Git ist quasi einfach nur ist ein Tool, was man sich installieren muss. Da gibt es Videos und auch die Webseite Git oder einfach mal googeln für das jeweilige Betriebssystem, um Git eben zu installieren auf dem Betrieb, für das jeweilige Betriebssystem. Das ist ja ganz einfach. Und ich könnte zum Beispiel jetzt committen. Committen heißt immer, ich speichere das Ganze jetzt in die leg das Ganze jetzt in die Versionskontrolle ein. Und da kann ich sagen, Commit. Und dann kann ich ja noch eine Commit-Message eingeben. Also das ist wichtig, damit man quasi auch sagt, was denn für eine Version das Ganze oder was denn jetzt eigentlich darin passiert ist. Nutzt das in der Konsole gar nicht, also so gut wie gar nicht. Ich mache vielleicht mal einen Klon damit. Was Klon ist, erzähle ich gleich noch. Ich nutze das alles tatsächlich hier in Visual Studio Code. Genau, man muss quasi vorher Git Add machen, damit das Ganze hinzugefügt wird. Genau, das ist richtig. Also das ist so das, was mir quasi jetzt noch fehlt hier. Also ich muss quasi sagen, hey, ich möchte diese Änderung jetzt hinzufügen und dann kann ich sie quasi hoch oder kann ich sie mit in die Versionskontrolle aufnehmen. Genau, du musst quasi schon auswählen, welche Version du haben möchtest. Man kann zum Beispiel immer über Git und Status kann man immer sehen, was denn der Zustand gerade ist. Dann steht hier, hey, your branch is up to date with origin aus. Ja, und ich hab auf jeden Fall ein unchanged oder ein nicht eingeloggte Änderung. Zwar in der Datei Table Component, also das, was ich hier auch sehe. Ne? Also Visual Studio Code liefert da so ein bisschen mehr am grafischen Hintergrund. Finde ich ganz nett. Ich mag es, wenn ich da ein bisschen was lesen kann. Weil man kann mit Git auch relativ viel kaputt machen in so einem Projekt. Oder auch was verchecken. Da habe ich immer so ein bisschen Panik. Ne? Habe ich auch schon diverse Mal die Projekte hingekriegt, dass ich quasi beim Committen einen Fehler gemacht habe. Das ist aber zum Glück noch nicht ganz so häufig vorgekommen. Und ich habe immer jemanden gehabt, der mir nachher geholfen hat aus der Apache. Grüße gehen raus an genau die Leute. Die muss man auch haben. Man muss immer Git-Leute da haben, die sowas auch können. Genau, also sprich, mit Visual Studio Code kannst du das quasi zusammen machen. Da kannst du hier direkt dir eine Änderung machen. Ein paar Zeilen möchte ja, eine Art Shortcut.
Ja, genau. Also du kannst mit Visual Studio Code kannst du das im Prinzip zusammen machen. Per Default ist quasi Visual Studio Code so, dass wenn du hier eine Commit-Message eingibst, wie zum Beispiel Console Log removed Logs. Ich mach mal so, ne? Es muss ja irgendwie auch einigermaßen sinnig sein. Logs removed. Dann kann man Visual Studio Code normalerweise mit Steuerung und Enter kann man direkt das adden und auch direkt committen. Das ist quasi der Shortcut, der damit geht. Habe ich deaktiviert, damit ich nicht aus Versehen irgendwas mit einkommitte, mit einchecke. Deswegen muss ich hier immer ein Plus machen. Das ist quasi das Git add. Man kann es auch wieder rausnehmen mit Minus. Und dann kann ich Steuerung Enter machen und dann ist es quasi jetzt mit eingecheckt. Genau, das ist quasi mit Visual Studio Code ist das ein bisschen einfacher als mit der Konsole, finde ich auf jeden Fall. Man kann das irgendwie ganz einfach und relativ machen. Hier unten ist quasi so dann der Button, ganz da unten, wo man dann den, wo man das Ganze hochpushen kann. Ne, es gibt hier auch natürlich hier noch irgendwelche, hier war das, hier irgendwelche Dinger, wo man sagen kann, okay, mach mal einen Sync, mach mal einen Pull, mach mal einen Rebase und so weiter. Das sind alles so eine Dinge, die ich gar nicht, nur relativ wenig nutze, Rebasen, weil mir das nicht so wirklich gefällt, wenn irgendwie dann die Commits durcheinander sind und so weiter. Gerade wenn man so im Bankenumfeld ist oder da, wo irgendjemand so ein Audit drüber fährt, die mögen das gar nicht, wenn man rebased. Kann ich aber gleich nochmal erklären, was es ist. Ja, also mit dem Button hier unten kann ich quasi hochpushen und dann dreht sich das so ein bisschen und dann ist es sofort in der Git History. Heißt, hier rauf gehe, sag, hey, zeig mir mal bitte. Dann sagt er, Itch. Ja, und dann sagt er mir jetzt hier irgendwo wahrscheinlich, dass ich gerade die Logs rausgenommen habe. Genau, in Out, reinklicke, dann bin ich direkt im Out-Branch und dort steht dann irgendwo, dass ich Logs entfernt habe. Dann kann ich sagen, okay, zeig mir mal, was ist denn das eigentlich gewesen? Und dann sehe ich im Prinzip genau das Gleiche. Ne? Und jetzt könnte man sagen, okay, dann bau mal daraus jetzt bitte ich möchte jetzt gerne diese Änderung, die ich hier drin gemacht habe, die möchte ich auch in meinem Hauptbranch haben. Gibt immer so einen Hauptbranch. Hallo Workshops.de, hallo Karina, gehe ich mal von aus. Genau, das ist quasi so der Hauptbranch. Das ist in der Regel ist das Main. Es gibt noch ältere Repositories, die haben es eventuell, die heißen anders. Also es gibt da immer unterschiedliche. Man kann, egal, man kann jeden Branch quasi, den man möchte, kann man zum Hauptbranch machen. Erwischt, sehr gut. Und es ist per Default ist quasi immer Main. Ja, man könnte auch irgendwie einen anderen Branch nehmen, aber das ist egal. Dafür muss man aber wissen, wie denn die Branches laufen. Ja, wenn man sich dann überlegt, okay, wie sieht das Ganze denn eigentlich aus in den Branches, dann muss man sich das irgendwie mal angucken, wie die ganzen Branches miteinander verteilt sind oder verwurschtelt sind. Und hier gibt es so ein Compare und Pull Request. Pull Request heißt immer, ich möchte quasi eine Änderung oder ein Branch möchte ich gerne in meinen aktuellen Branch mit reinnehmen, weil ich mit den Features quasi fertig bin. Es ist immer so das Ding, wenn ich ein Feature quasi fertig gebaut habe, dann stelle ich einen Pull Request und dann muss jemand anderes das Ding sich angucken und kann dann quasi auch erlauben. Kann sagen, ja, der Code ist super. Dafür muss man natürlich auch wissen, wie so ein Ding aussieht. Ich habe eine Visual Studio Code Extension, die dafür da ist, dass man das ein bisschen grafisch sehen kann, wie das Git aussieht oder wie das Git generell miteinander, wie die Branches nebeneinander liegen, wie sauber sie sind. Das Tool heißt Git Graph. Das ist der hier. Ne, da kommt hier oben dann dieses Teil hier, wo man so sieht, so Stränge und so. Das sieht man auch gerne mal bei IntelliJ, also zum Beispiel, die haben auch so ein Tool, wo man das quasi sich angucken kann. Oder mit anderen Tools, wo man sehen kann, wo denn jetzt der Pfad hingeht. Wenn ich da mal raufklicke, dann sieht man, irgendwie relativ cool, bunt natürlich. Ich habe hier so ein paar, das hier sind alles meine Commits. Und das hier sind immer dann die Abzweigung von einem Branch. Das heißt, ich habe von Main habe ich irgendwo noch abgezweigt, habe daraus Router-Foo gemacht. Daraus habe ich dann irgendwann Out gemacht. Ich habe aber an der Stelle, ne, also da fehlen jetzt quasi zwei Commits dahinter, habe ich quasi abgezweigt und habe einmal das mit dem Dynamic Component Loader habe ich gemacht.
Also irgendwie bin ich an der einen Stelle bin ich mal abgebogen und jetzt habe ich hier so zwei Branches, die nicht auf dem gleichen Stand sind. Was bedeutet das? Guck mal hier rein. Das heißt, okay, wir haben hier in dem einen Branch, wo wir gerade aktuell sind, wir sind auf Out. Und hier, das ist der Commit war Out O. Und da ist quasi die Änderung drin, da habe ich irgendwas rausgelöscht. Habe ich gerade eben gemacht. Ja, recht. Ne? Wenn man sich das Ganze anguckt, okay, was haben wir denn noch so für Branches? Hier, wir haben einmal das hier. Man sieht, okay, das waren diese Dynamic Component Loader. Das sind die neuen Sachen, die dazugekommen sind. Und danach habe ich quasi erst einen Branch gemacht, der out hieß. Den uncool ist. Ne? Also eigentlich müsste ja out der ganze Component oder der ganze Router und Authentication-Kram drin sein. Habe ich nicht gemacht. Ich habe es ein bisschen vercheckt im Hintergrund. Aber das kriegen wir jetzt alles wieder hin. Das heißt, wir wollen einmal gucken, dass wir out in den Hauptbranch reinkriegen und auch das mit dem Dynamic Component Loader irgendwie rein. Das heißt, wir sind ja im Moment da bei dem Out. Das heißt, wir sind einmal hier abgebogen. Da ist was neu reingekommen. Hier. Und hier war auch irgendwas. Da kam dann irgendwas Neues rein. Er ist quasi so. Der ist hier. Finally works. War aber der Kram. Und eigentlich mit Doppelklick drauf, genau. Wechsle ich den Branch, glaube ich. Genau, jetzt bin ich da. Und das irgendwie auch nochmal neu laden. Thema. Macht ihn dann hier rüber neu auf. Wir gucken, wie jetzt der Stand wirklich ist. Okay, das heißt, wir sehen, wir sind da. Das ist der ausgecheckte, wo dieser dran ist. Und sehen wir, wir sind im Prinzip sind wir jetzt da. Bin verwirrt. Wir haben das da. Das, was ich hier sehe, immer das Compare zum aktuellen. Ne? Genau, ja. Bin immer dahinter. Heißt, der ist schon relativ cool weit vorne. Das sind die neuen Sachen. Das heißt, ich möchte eigentlich jetzt den Out in den Main reinpacken, weil das mein Hauptding ist. Das heißt, ich habe alles schon gepusht. Das heißt, ich kann hier reingehen und kann sagen, okay, ich möchte hier einen Pull-Request bauen. Ja, und zwar möchte ich gerne, dass ja, der Out, dass der in den Main reingepusht wird. Also hier, hey, Out O oder Out Zero besser gesagt. Zero. Und dann schreibe ich hier rein, ich habe, ne, hier würden jetzt irgendwelche Tickets Sachen reinpacken. Hallo Ono, nein, du hast noch nichts verpasst, wir fangen gerade erst an. Hier würden dann irgendwie irgendwelche Tickets reinpacken, zum Beispiel, hey, ich habe das Ticket mit der Nummer, wie auch immer. Ne? Also wenn ich jetzt mal hier ein Issue anlege, mach mal hier aus Zero und dann schreibe ich hier Implement. Ich mache das mal so. Dann kann ich dieses Issue, das ist jetzt die Nummer 1, kann ich jetzt in meinem Commit auch quasi referenzieren. Ne? Und ich mache mal gleich noch einen neuen. Ich sage mal hier enough with. Ne? Ich möchte hier quasi eine Navigationskomponente mit Authentication haben. Das habe ich zwei Tickets. Und wenn ich jetzt da nochmal gehe und sage, okay, ich möchte meinen Pull Request basteln. Kann ich hier sagen, okay, ich möchte out, möchte ich in Main reinpacken und das löst natürlich schon das Ticket 1, also Hash 1. Weiß auch sofort, hey, guck mal, hier ist ein Ticket. Habe ich gleich gefunden. Golf. Also Authentication hat ja funktioniert. Okay, ich mache mal Create Pull Request. Dann steht da, okay, das sind quasi die ganzen Sachen. Wir haben quasi einmal den Commit drinne. Ab dem Main, oh ja, ne, das ist quasi der ganze Kram mit diesen Components drinne. Dann habe ich irgendwie angefangen, irgendwas zu stylen wahrscheinlich. Dann habe ich die Authentication, dann habe ich die Keys rausgenommen, dann habe ich auch Zero, habe ich dann quasi einmal irgendwas gemacht, weiß mir genau was. Und dann habe ich gerade eben noch meine Logs rausgenommen. Ne? Wir können auch hier mal gleich mal raufgucken. Was habe ich denn hier eigentlich gemacht? Es gibt zwei Out Zero Dinge. Achso, habe ich irgendwas rausgenommen? Gut. Was war das hier? Achso, da habe ich das nur, das committed. Und was noch gemacht? Man weiß es nicht. Habe hier irgendwie Stitch. Achso, die Components quasi reingepackt. Das ist quasi das, was man dann sieht. Ja, das heißt, jetzt könnte jemand hingehen und sagen, hey, ja, finde ich cool, aber ich glaube,
Da ist noch irgendwas zu tun. Ne? Dann gehen wir mal in den letzten Branch rein und sagen, okay, oh, warte, das ist gut. Dann können wir hier schreiben, ah, good job. We don't want any logs. Und add single component. Noch mal sagen, ja, ich fange mal an. Okay, dann sage ich, ich habe gerade angefangen, das zu reviewen und sage, ja, das ist super. Ne? Und könnte jetzt hier durchgehen und sagen, okay, finish your review. Ja, habe ich gemacht. Und ich approve. Ja, ich könnte jetzt quasi sagen, hey, ja, ich brauche irgendwie noch Feedback von dir oder irgendwas anderes. Oder ich kann einen Change Request machen, kann sagen, hey, das, was du gemacht hast, das reicht nicht. Mach mal irgendwie noch das und das. Bin natürlich der Meinung, dass ich das richtig gut gemacht habe. Und möchte gerne, dass er Moment, submit general feedback without. Möchte es auch aber mitgeben. Ja, das heißt, great. Ja. Kann ich das jetzt machen? Pull request aus der Kante. Ach so. Kannst du nicht selbst machen? Na, warte, ich mach's trotzdem mal. Mach mal Comment. Und jetzt kann ich quasi hier selbst das mergen. Also ich kann es selbst nicht proven, es macht natürlich Sinn. Es müsste natürlich jemand anders machen, aber ich kann sagen, hey, ja, habe ich gut gemacht und mache jetzt quasi merge das jetzt. Das heißt, ich brauche es dann nicht selbst proven, aber ich mache es so. Okay, dann steht hier auch, Git hat geguckt und hat gesagt, hey, es gibt hier keine Probleme mit den Sachen. Das ist gut, das ist grün, das ist immer das Wichtigste. Das heißt, ich kann sagen, ja, machen wir. Ich confirm und merge. Ja, haben wir gemacht und merge. So, jetzt haben wir quasi den Main haben wir jetzt in unserem haben wir jetzt wieder auf dem gleichen Stand wie out. Wenn wir das jetzt gleich irgendwie uns angucken, hier drinnen, jetzt sehen wir hier drinnen und sagen, okay, wir gehen mal auf Main. Dann sagt er uns direkt schon so, ey, wir sind hier und hier unten müsste jetzt eigentlich was updaten. Ja, wir können ja mal irgendwie Sync machen. Möchte Sync machen. Weiß es nicht. Hat übersehen? Hat übersehen, oder? Wartet hat. Ah, Sync. Ja, und dann müsst ihr uns gleich erzählen, dass da hat es gleich schon, genau, er hat es gleich schon gepullt. Wenn wir dann hier reingehen, sollten wir auch sehen wir, dass ja die Änderung, die hier rausgegangen ist, ist quasi da. Ihr seht aber noch, hey, aber eigentlich ist hier noch irgendwo was. Also wir haben irgendwie noch so eine Änderung von dem hier. Die geht hier raus und die hängt hier jetzt in der Luft. Das heißt, das ist nicht mit reingemerged worden. Also, Projekt ist noch nicht sauber, müssen wir nochmal ran. Also gehen wir mal dahin und sagen, okay, wir gucken mal, was denn das Ganze jetzt quasi bedeutet. Wir könnten natürlich sagen, hey, hier rein und sagen, hey, merge das mal hier rein. Das wäre jetzt der kurze Weg, aber es ist natürlich uncool. Ne? Also ich würde schon immer über so ein Pull-Request gehen, dass jemand anderes quasi das quasi reinmergen muss, damit wir eben auch dieses Vier-Augen-Prinzip haben. Ne? Also wie gesagt, im besten Fall müsste jetzt ein zweiter drauf gucken, müsste eben meine Pull-Requests, die ich angelegt habe, auch freigeben. Haben wir leider nicht. Oder an der Stelle erstmal nicht. Ist aber okay. Das heißt, ich gehe eine Pull Request nochmal rein und sage, hey, ich möchte einen neuen Pull Request haben. Und dann sage ich, und zwar möchte ich gerne das hier. Möchte ich gerne nach Main packen. Wir müssen erstmal gucken, sind wir denn auch im Main, ist das sauber? Ist da alles hochcommitted? Bei dem haben wir irgendwas noch. Na, guck mal, der ist leer. Ja, hier, also mein Git-Status ist frei. Können wir auch nochmal in der Konsole auch nochmal machen. Sowas wie Git-Status. Sagt er, hey, nothing to commit, working tree is clean. Alles klar, es ist alles committed. Wir müssen es aber noch pushen. Sehen wir hier unten. Alles klar, dann pushe ich das mal. Mal gucken, was dann passiert. Was er hier draus macht. Hier auch. Hat er gemacht. Und hier, er zeigt erstmal. Zeigt nichts an. Okay, das heißt, ich gehe zurück in mein Ding jetzt rein und sage, okay, wir wollen auf jeden Fall, ich wechsle mal hin und her, damit er auch diese Änderung mitkriegt. Okay. Wir wollen einen Pull Request anlegen.
Er sagt, hey, übrigens, ich check das kurz, ja, und er hat das sofort irgendwie gecheckt, automatisch, hat gesagt, ja, man kann das irgendwie, könnte das automatisch machen. Deswegen brauche ich jetzt hier erstmal keine Angst haben. Mach mal hier sowas und sag, okay, ich merge den Component Loader und sag dann, hey, Dynamic Generated, ja. Genau, das will ich jetzt mal anlegen. Dann sagt er auch wieder, hey, habe ich das gemacht? Ich check mal kurz, ob das funktioniert. Dann sagt, hey, der Commit ist sauber. Kann ich hier auch mal reingehen und kann sagen, okay, zeig mal, was ist hier eigentlich passiert? Wo sind hier die Änderungen? Ja, wo sind denn eigentlich die Änderungen? Zeig mal. Ich möchte die Änderungen sehen. Ein Commit. All Commits. Du? Es scheint keine, es gibt keine Zeiländerung. Es gibt einfach nur, es ist einfach nur ein Branch, der irgendwie umbenannt wurde. Okay. Das heißt, ich kann den Branch direkt mergen, weil er sagt, es gibt keinen. Merge. Ah, Merge Branch, Router. Ah, das habe ich gerade eben vorhin gemacht, glaube ich. Ne? Kann das sein? Bin mir nicht ganz sicher. Ein Merge Commit angehört. Okay. Auf jeden Fall gibt es hier keine Änderung. Das heißt, ich kann das Ding auf jeden Fall, basteln, da einmal mergen und confirm. Ja, ist super. Damit ist es quasi alles mit drinne. Na, jetzt muss ich hier kurz mal warten. Ich kann mal hier nochmal auf Sync klicken da unten und jetzt sollte man sehen, dass das hier gleich so ein Zweig drüber ist, dass hier alle nachher im Main drinne sind. Jein, also die IDEs zeigen irgendwann an, hey, es gibt hier, also man sieht das dann irgendwann mal, dass da irgendwas Neues drin ist. Ja, dann steht da, hey, da gibt es irgendwie gerade eine Änderung. Und er sollte das dann quasi auch hier einmal zeigen. Warte, ich gebe ein. Aber es gibt keine Push-Notification. Also es gibt, klar, wenn du auf einem Repository draus bist, dann bekommst du eine Push-Notification, wenn eben an einem Repository was gemacht wird. Oder dann kriegst du eine E-Mail. Dann kriegst du eine E-Mail, hey, es gibt eine Änderung auf deinem von dir beobachteten Branch und so weiter. Da wurde was gemacht. Oder wenn du eingetragen wirst als Reviewer, kriegst du natürlich auch eine Information und weißt es dann. Aber wenn einfach nur jemand was reinpusht, gibt es das nicht. Das leider nicht. Man kann wahrscheinlich, ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert, wahrscheinlich kann man irgendwie in Git einstellen, dass man Push-Notification haben möchte, da in irgendeiner Art und Weise. Müsste ich aber selber mal nachgucken. Aber so out of the box kriegst du das auf jeden Fall nicht. Nee. Nicht wirklich. Aber wir haben jetzt quasi alles ist auf einem Stand. Sehr gut. Das heißt, wir können jetzt sagen, wir basteln jetzt einen neuen Branch. Ja? Neuer Branch. Und wir sehen auch, es gibt hier quasi ein Commit. Und dann steht hier übrigens, Menschen, ich habe das quasi einmal erwähnt, in einem Pull Request. Der ist gemerged. Das heißt, ich kann ihn schließen. Geil, ne? Also das ist quasi das Handling, was dahinter steht. Man kriegt dann direkt am Ticket, kann man sehen, oh, da wurde was gemacht. Wenn du das Ticket angelegt hast, dann bekommst du definitiv eine E-Mail, dass dein Ticket gerade irgendwie bearbeitet wurde und erwähnt wurde. Dann kriegst du auch eine E-Mail, wenn das Ding geschlossen wird und so weiter. Ja, genau, der Dark Mode ist natürlich sehr, sehr cool, ne? Wo waren das eigentlich zum Einstellen? Aber stellt man global ein, oder? Kann das sein? Aber hier. Und dann kann man hier, ach nee, da. Es war vorher mal da, genau. Stimmt. Und dann mittlerweile ist das ein bisschen in die Einstellung. Genau, das heißt, ich habe jetzt mein Ticket gerade gelöst. Das heißt, es fehlt jetzt wirklich nur noch die Navigation. Was heißt denn das? Wir müssen erstmal hier ein bisschen was definieren, was wir eigentlich haben wollen. Eine Description. Ich muss das ein bisschen editieren. Wir wollen gerne. Wollen wir denn gerne? Navigation. Nav Component to Login. In. Ich glaube, wir schreiben es eher so. Und dann wollen wir. Oh. Kleines FV vielleicht. Ja, meine Tastatur ist kaputt. Ich krieg auch demnächst eine neue. Also ich habe sie schon bestellt. Die müsste jetzt demnächst da sein. Ich habe gemerkt, dass irgendeine Taste hängt. Ganz merkwürdig. Was mich total nervt. Ich glaube, es ist das O und ich glaube, das
A oder so. Die hängen sich fest und funktionieren teilweise nicht. Total merkwürdig. Und natürlich bin ich grandios in Taipus. Genau. Ja, aber ja, also das Hauptproblem bei mir sind tatsächlich Typos. Aber tatsächlich habe ich jetzt tatsächlich ein, zwei Tasten, die nicht mehr funktionieren. Und das ist kein mechanisches Keyboard, sondern es ist quasi so ein. Ich habe so Slim-Keyboards gerne, die mag ich ganz gerne. Und das ist so eine Sherry, mag ich gerne. Super cool, schön flach und so. Ich bin kein Fan von den lauten Keyboards. Gerade in Livestreams, so ist es. Oder auch bei den Workshops finde ich das ein bisschen anstrengend. Mag ich auch für mich persönlich nicht. Deswegen habe ich mir auch das nächste, was ich mir bestellt habe, ist ein Logitech. Ein MX Keys. Genau. Quasi eine Wireless-Tastatur mit Background-LEDs, also mit Hintergrundbeleuchtung, ganz wichtig. Damit ich auch im Dunkeln was sehe. Weil das habe ich auch ganz oft, dass ich dann irgendwie denke, Mist, wo war das? Und dann muss ich Licht anmachen und so. Ihr kennt das. Link, ja. Kann ich schicken. Ich werde ja gar nicht bezahlt für sowas. Hey. Logitech, wenn ich Werbung machen soll für euch. Und jetzt daraus wird noch ein Meme, ey. WebDave, der Typ, der immer Werbung macht, obwohl er keine Werbung macht. Heißt einfach nur MX Keys von Logitech. Sieht quasi so aus. Mag ich ganz gerne. Er kommt noch, wir bringen. Ja, tschüss. Carina, viel Spaß. Danke, dass du schon mal kurz reingeguckt hast. Genau, also ich mag die Tastatur, ist cool. Ne? Also ganz flach eben auch, haben so ein bisschen so ein eingekurvt und so weiter, dass man irgendwie da so einen coolen Drückpunkt hat. Hat auf jeden Fall coole Bewertungen und so weiter. Und natürlich die passende Maus dazu. Das ist die MX Master 3, habe ich mir bestellt. Genau, hier. Auch so eine coole Maus. Ich habe ja hier so eine Maus, die eigentlich ganz cool ist. Ne? Ich mag das ja, dass ich brauche nicht viel. Ich brauche eigentlich nur Steuerrad und die beiden Tasten und vor allem an der Seite, die ganz, ganz wichtig, die beiden Tasten. Und das hat sie eben und kann eben meine Hand hier irgendwie ganz cool draufpacken. Es fühlte sich cool an, als ich sie irgendwie mal in der Hand hatte. Deswegen. Deswegen habe ich es mir geholt. Ja, die Maus ist cool. Also definitiv cool. Okay, warte, wo waren wir? Wir waren da, dass irgendwie, ich was tippen wollte. Okay, Component to Login. Dann wollen wir natürlich, dass if not logged in no content. No content. Ja. Ja, und das Z schiebt sich bei mir auch ständig rein. Das Problem ist aber auch wirklich, auf meinem Telefon habe ich quasi die englische Tastatur eingestellt und hier hardwaremäßig habe ich eine deutsche Tastatur. Und auf dem Telefon ändere ich das auch relativ häufig. Keine Ahnung, ich komme da immer auf die Taste und dann wechselt er ständig zwischen Deutsch und Englisch. Und ja, auch ganz dumm. Und ich habe es auch schon hingekriegt, dass ich auch hier im Windows, wenn ich Windows und Leertaste drücke, aus Versehen mal, dann switche hier auch das Keyboard, das Layout und dann tippe ich mir auch die ganze. Unfassbar. Ganz, ganz übel. Okay, wenn nicht eingeloggt, dann kein Content. Ansonsten eben Content. Genau, das ist quasi das, was ich machen will. Eine Radmaus. Ja, also die von Logitech, die finde ich ziemlich cool, weil die eben ja auch an der Seite scrollt. Damit kann man wohl nachher auch seitwärts scrollen bei diversen Anwendungen, was für mich erstmal kein Argument war, aber sie hat eben ganz, ganz coolen, sie liegt gut in der Hand, die ist groß, das ist das, was ich brauche, ne? Weil ich hatte die, hatte ich davor, ich habe davor, habe ich die Maus von Microsoft gehabt, diese wie man so runterklappen kann. Sensor auch gut. Ja, bestimmt. Aber genau, die Logitech-Sachen sind ja sowieso alle über einen Sensor nachher benutzbar. Das finde ich auch ganz cool. Spart meine USB-Anschluss. Aber ich hatte diese USB-Maus, die man so zusammenklappen kann. Und die war so flach, da hatte ich nachher, nach relativ kurzer Zeit, hatte ich Handgelenkschmerzen. Ganz, ganz übel. Deswegen habe ich die, obwohl die echt teuer war, habe ich die nicht mehr benutzt. Und keiner benutzt sie hier, weil alle sagen, die ist scheiße. Ist sie auch. Richtig gut in der Hand. Okay, das ist super, ne? Achso, RAT, RAT, okay. Werde ich mir später angucken. Ich habe mir jetzt ja quasi, oder mache ich jetzt mal. T Maus. Wie heißt sie? Mad Cuts. Oh Gott.
Was ist ja cool, das ist sowas irgendwie in, nicht ganz so krass, aber so ähnlich haben meine Jungs irgendwie. Und na, natürlich auch nicht in der Preisklasse, die haben eher was in diesem Style und in der Preisklasse. Welche hattest du? Die 6er oder so eine X3? Die ist ja echt übel. 100 Euro? Das sind die Dinger, ach warte, das sind die Dinger, die man irgendwie über so, über diese Stellschrauben von der Größe anpassen kann, hundertprozentig, ne? Finde ich cool. Ja, die 6er. Da kann man es wahrscheinlich auch irgendwie einstellen, ne? Ja. Ja, cool. Ja. Auf jeden Fall schick. Okay, zurück. Also um die 50 Euro, ja, genau. Das ist ja das, was man dann irgendwie bei eBay und sowas halt. Genau, ich habe kein Amazon. Ich bin da raus. Aber bei eBay kriege ich den Kram ja auch, ja. Ein Partnerlink, ja. Das gleiche Problem haben wir alle. Auch sowas empfehlen. Ach, ist das so ein hier, Rest und Wrist Rest, wie auch immer die heißen, diese Schaumstoff oder Gummidinger, ja. Ist da? Powerball. Oh, warte, sowas hatte ich auch. Powerball hatte ich auch mal eine relativ lange Zeit. Fand ich sehr, sehr cool. Hatte ich vor allem, weiß gar nicht, wie das Ding hieß. War das sogar ein Gyro Twister? Ich bin mir nicht sicher. Ob das so ein Ding war. Gyro Twister. Also so eine ganz, ganz Standard. Nee, sowas hatte ich nicht. Oh, ach, diese Dinger. Nee, ich habe gerade von so einer Maus, von so einem Track, wie hießen diese Mäuse, die man nicht bewegt, sondern wo man oben direkt mit dem Daumen diese Kugel bewegt zum Bewegen, statt irgendwie die Maus zu verschieben. War das Trackball? Nie so? Bin mir gerade nicht sicher. Genau, sowas. Genau, und ich hatte quasi sowas in der Art hat. Fand ich auch relativ cool eine Zeit lang. Ich habe die benutzt. Damals, als ich noch in der Produktion gearbeitet habe, weil ich so ein kleines Mauspad nur hatte und ich mich nirgends bewegen konnte mit der echten Maus. Deswegen lief das hier relativ cool damit mit diesen Trackpads. Echt cool. Jetzt freue ich mich über jede Bewegung, die ich habe. Genau. Okay, aber zurück ist bei mir sehr schnell wieder weggeflogen. Der Trackball, ja, okay. Muss man sich auch echt dran gewöhnen. Ne? Also ich fand es cool an meiner Maschine. Ach, übrigens, guten Abend, Andreas. Oder André, Entschuldigung. Sehr cool, dass du da bist. Genau, also hier nochmal, genau die gleiche Ansage wie letzte Woche. Wenn ihr einen Freelancer braucht, ne, dann müsst ihr euch an ihn wenden. Weiß gar nicht, bist du schon komplett ausgebucht mittlerweile oder hast du noch wieder ein bisschen Zeit? Ich glaube, man kann als Freelancer sich immer verbuchen, ne? Oder immer verkaufen. Ein paar sind hier ja quasi auch im Chat. Das heißt, ihr dürft natürlich gerne auch gegenseitig irgendwie anhauen. Oh, das hört sich aber gut an. Das hört sich gut an. Das hört sich gut an. Und etwas sicherer. Sehr gut. So, was wollte ich machen? Ach ja, ich wollte ja einmal dieses Ding jetzt hier bauen. Ne? Also ich möchte jetzt einen Branch anlegen. Ich nenne den mal genauso, ne, wie das Ding. Das habe ich tatsächlich, in den meisten Projekten habe ich das so, dass man quasi die Tickets hat und dann die Branches genauso nennt. Ja, das heißt, ich gehe rein und über Main und sage, okay, ich generiere mal einen Branch. Der heißt genauso. Und ich nenne mal auch sowas hier rein, also die Ticketnummer. Leerzeichen werden von Visual Studio Code immer in Bindestrich gemacht und ich glaube, der macht dann, bin mir nicht sicher, ob er alles in Kleinbuchstaben macht. Ich mag das gerne in Kleinbuchstaben, weil Großbuchstaben sehen irgendwie merkwürdig aus, im Ding, im Branchnamen. Aber das mache ich dann gerne mal so. Okay. Und dann weiß jeder sofort, alles klar, es ist quasi die Nummer 2 und es ist dieser Branch. Bin mal gespannt. Also, Atlassian oder auch Bitbucket und GitLab und so weiter, die kriegen das richtig cool hin, dass sie quasi das Ganze auch miteinander connecten. Ja, wir können ja einmal schon mal das Ding hochpushen, damit der schon mal online ist. Dann können wir gleich sehen, ob Git das genauso gut hinkriegt. Ich mache einen Reload, damit er das auch mitkriegt. Sagt er? Nein, sagt noch nicht. Okay. Habe ich hier einen Branch?
Okay. Mal gucken, was der hier gleich macht. Okay, also auf jeden Fall wollen wir jetzt hier einmal so eine Navigationskomponente einbasteln. Oh yeah, hier fliegen schon die Emotes. Sehr gut. Kann ich den VS-Code Schritt mit dem Commit und dem Push auf Good in einem Schritt machen? Wenn ich das gesehen habe, machst du das in im Rad? Genau. Also hiermit kannst du quasi, hier machst du das Commit, sprich, du schreibst die Message rein und kannst dann über das Plus Sachen committen und damit machst du dann quasi so ein Sync, sprich, er macht einen Push und einen Pull und merge dann auch direkt die Änderungen da rein. Genau, das mache ich quasi darüber. Über dieses Update-Zeichen. Hierüber kannst du direkt eben entweder den Branch wechseln oder einen neuen Branch anlegen. Genau. Und dann kannst du irgendwie auch, hey, oder irgendwie was raushängen. Ich habe keine Ahnung, was Detachen macht an der Stelle. Keine Ahnung. Aber du kannst eben damit auch ganze neue Branches anlegen. Und dann kann man hier auch sehen, bei den Dingern, ich habe die immer mit drin, da kann man sehen, welche Branches im Moment aktuell da sind. Ja, und Original ist immer, das sind die natürlich, die extern sind. Die kann man damit irgendwie. Git-Kraken, auch sehr cool. Habe ich auch lange benutzt. Genau. Da haben auch eine super coole, ein super cooles Design. Kann man, ich habe die Git-Kraken immer benutzt, um Cherry-Picks zu machen. Ich weiß gar nicht, kann man das hier? Kann man hier sowas wie ein Cherry-Pick? Genau. Das im Prinzip ist, das Git-Graph ist quasi das Ding, was bei mir jetzt Git-Kraken ersetzt hat. Das heißt, ich kann hier quasi auch einen Cherry Pick machen. Das ist das Einzige, wofür ich Git-Kraken benutzt habe. Source Tree habe ich eine Zeit lang nicht installiert bekommen. Da gab es irgendwie eine kaputte Version. Die lief auf jeden Fall nicht mit meiner. Die braucht, glaube ich, Java, kann das sein? Wie verlief die nicht mit meiner installierten Java-Version? Und dann habe ich irgendwann frustriert aufgegeben, habe dann quasi Git-Kraken benutzt. Ist auch ziemlich cool. So, aus Street auf jeden Fall das, was ich so gesehen habe bei anderen. Ich bin mittlerweile, wie gesagt, jetzt hier. Die Tragen kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Die Community-Version ist frei und kann man irgendwie relativ easy auch benutzen, aber sobald es eben Commercial gibt, hast du, wird's, glaube ich, dann musst du zahlen und die sind auch manchmal so günstig, wo noch so viele Sticker von denen rumliegen. Hab die mal bei GitHub erwähnt und dann haben sie mich zugekippt mit Stickern. Ah, irgendwo sind die hier. Keine Ahnung. Okay, aber ich will, genau, wir wollten hier zu viel gequatscht. Ich will jetzt hier quasi eine Komponente anlegen für Navigation. Ng generate component. Und zwar, wo soll die Navigation sein? Die soll oben sein, ne? Oben ist cool. Oben ist cool. Alter, muss kurz was trinken. Ja, es ist 20:43 Uhr und ich trinke eine Mate. Ah, sehr gut. Weil ich schon alt genug bin. Ich darf das. Okay, genau, ich möchte die Navigation oben haben, glaube ich. Genau, aber ohne Witz, was, also ich glaube, Source Tree ist sogar noch ein bisschen limitierter als das, was Git-Kraken kann. Genau, ich habe irgendwie so ein cooles Mate-Getränk bei uns bei Edeka gefunden. Und mag ich. Ist okay vom Preis, ist okay vom Geschmack. Okay, ich nenne die Komponente, nenne ich Nav, aber Hauptnav, weil sie oben sein soll. Weil oben und ja, soll oben sein und ich möchte dann quasi, dass dann der Kram darunter irgendwie leer ist. Ich habe im Moment noch kein CSS-Framework eingebaut. Kurz gucken. Ich habe, glaube ich, habe ich den benutzt? Das ist eine gute Frage. Ich habe, genau, ich nutze die Sachen von CSS3 School. Glaube ich. Weiß das doch, ne? Genau. Dort gibt's, dort habe ich damals die Tabelle irgendwie rausgezogen auch. Genau. Daher kommt die. Die sieht ja im Prinzip so aus, kann man sehen.
Und den hole ich mir auch jetzt die Navigationskomponente. Die haben ja auch ganz coole Sachen, die man damit machen kann. Wie Components, wie kriege ich eine Navigationskomponente und so weiter. Hatte ich auf jeden Fall alles schon mal gesehen. Muss nur kurz finden, wo. Aber in zur Not suche ich auch immer CSS only nav. Navbar. Genau, Angular Material finde ich auch sehr cool. Nutze ich aber so gut wie, oder privat nutze ich so gut wie gar nicht mehr. Ich habe mein Blog ist damit gebaut, ja. Aber sonst, wenn ich kleine Projekte bastel, dann sind es ja alles so ganz, ganz easy peasy Dinger und die lasse ich dann quasi raus. Ja, mal gucken, was Dr. Web uns anbietet als Navigationskomponente. Ja, warte, ich will ja sehen, wie das Ding aussieht. Okay, oder? Aber ich habe doch irgendwie bei W13. Ja, geh weg. Webseiten, die Pop-ups aufmachen, sobald ich sie verlassen möchte, hasse ich. Zu denen komme ich nicht mehr so schnell wieder. Wie bei C. School. Und da will ich eigentlich nur auf. So. Bitte nachbar. Da. Ja, yeah, da ist es. Genau das will ich haben. Genau das will ich haben. Responsive Nachbar. Ah, auch das nehmen wir. Genau das nehmen wir. Nehmen wir die? Die nehmen wir, oder? Finde ich gut. Finde ich gut. Home einloggen und so weiter. Ja, kriegen wir hin. Haben wir noch für eine Version? CSS Navbar Tutorial. Zeig mal. Möchte ich wie so eine haben? Vertical Horizontal. Horizontal ist cool, ne? Genau, ich mache quasi das Ganze hier rüber. By yourself. Ja, mache ich. Sieht so aus. Hier 7. Was braucht die? Braucht die JavaScript? Okay, das heißt, die braucht irgendwas über die MyFunction. Wann wird MyFunction aufgerufen? Wer ruft MyFunction auf? JavaScript. MyFunction. So, wenn ich hier irgendwo raufklicke. Ach, das ist das Burger-Menü. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Okay, das heißt, das hier ist quasi jetzt mein CSS. Das ziehe ich jetzt einfach mal rein. Gucken. Die Nation, die habe ich ja auch schon da rausgeholt. Mal gucken, ob ich jetzt alles zerschieße. Habe ich gespeichert? Ja, ich habe gespeichert und wir gucken uns das an. Sieht es jetzt aus? Aber sieht immer noch gleich. Sieht immer noch gut aus. Okay. CSS gibt erstmal keine Probleme. Das heißt, jetzt nehme ich mir noch das HTML. Die TopNav Component. Die möchte ich gerne haben. Und was war das? Das Responsive. Das hier. Das ist quasi der Inhalt meiner TopNav. Minus Nav. Dann zeig mir, wo ist die TopNav? Mach schneller. Schneller! Da ist sie. Okay. Das heißt, ich gehe hier rein und sage einfach nur, die möchte ich jetzt haben. Nee, ich habe die alle quasi im globalen Styling drin. Habe die alle in meine SCSS rein. Zerlegt die an der Stelle erstmal nicht. Das habe ich, glaube ich, bei der anderen gemacht, ne? Weil das hier ist ja einfach nur jetzt, genau, das ist jetzt normales CSS. Ja, könnte ich jetzt noch machen. Habe ich aber gerade voll keinen Bock drauf. Weil ich CSS, das Ding ist, es ist immer noch so, ich versuche mich ja heranzutasten an meine Liebe zu CSS, aber CSS lässt mich einfach nicht. So einfach ist das. Genau. Okay, das heißt, wir wollen da, wo Lockout ist, da will ich das quasi einbauen. Genau. Es muss schnell gehen. Genau, ich gehe mal hier in meine App Component HTML. Da habe ich ja hier den Login-Lockout-Button. Das heißt, da drüber will ich meine Komponente haben. Zeig mir.
Und mach das mal. Okay, also Stitch, Topnav haben wir da. Das heißt, wir müssten jetzt hier eine. So sieht die Navigationskomponente aus. Auch wenn es natürlich merkwürdig aussieht, dass das ein anderes Grün ist. Warum ist das ein anderes Grün? Warum ist das ein anderes Grün, Alter? Wer bist du? Da. Und, hä? Das? Ich finde das natürlich viel geiler. Warte, 4C AF50? Was war das jetzt? Aber die finde ich cooler. Ich mag das, das Grün. 4C. Wie häufig haben wir dich hier? Ich überschreibe dich. Speichern. Haben wir ein einheitliches. Aber auch scheiße aussieht. Nicht die Farbe haben, warte ich mal kurz irgendwie andere Farbe nehmen. Haben wir denn hier irgendwelche Farben empfehlen lassen? Immer nicht. Dann, aber ich glaube, hier drin gab es irgendwie so ein Color, irgendwie Farben, irgendwie Empfehlungsding. Portfolio gilt ja, bla bla bla, Image Zoom. Man weiß es nicht. Also, HTML, da. Nimm es denn. Ja, ich weiß, ich suche gerade nicht nach der Farbe, sondern ich suche gerade nach, auch genau, nach einer Farbpalette, es gibt irgendwie so, HTML, Color, Generator. Genau, wo du sagst, das ist meine Keyfarbe und dann generiert ihr mir quasi so, quasi irgendwelche Farben raus, die ich dann quasi haben möchte. Adobe Color. Was? Ist das irgendwie auch für Web? Macht ihr hier, wenn ich draufklicke? Sagt. Colors. 2O. Hyper gewesen. Ich will doch jetzt nichts. Aber ich will. Das ist mir jetzt schon zu viel. Tschüss. Resources Color. Warte, dann. Serial.io. Okay. Colors Adobe. Dankeschön. Gucken wir auch gleich das Material.io an. Ja, alles Mögliche gemacht, ne? Aber nicht das, was er soll. Adobe Color. Gut, und ich auch das Material.io an. Was machst du? Okay. Glaube. So aus. You left, you right. Wo bist du hier? Okay, Verbesserung, Korrektur. Wollen wir nicht? Ich das immer. Oh. Das finde ich cool. Das finde ich cool. Welche Farbe? Ich möchte ja, dass es schön bunt ist. Ne? Das heißt, er guckt immer, dass das irgendwelche Farben sind, die zueinander passen, oder was? Ich weiß, es gibt irgendwelche Spielereien, wo drin steht, hey, mach auf keinen Fall diese Farbe und diese Farbe. Linke Navigation beachten. Okay, ich gucke mir an. Achso, war von André. Okay, linke Navigation, das, linke Navigation. Monochromatisch Trier. Komplementär teilen. Ah, alles da. Das heißt, ich kann hier auch sagen, ey, zeig mal bitte irgendwelche Dinge und andere Dinge im Quadrat. Cool. Oh, gefällt mir ähnlich. Monochromatisch. Nein, ich nehme. Komplementär ist schon ziemlich krass, ne? Weil es immer um 180 Grad gedreht sind, die Farben. Den Komplementär. Doppelteilen. Quadrat. Ja, cool. Jetzt muss ich mal was anderes gucken. Color Tool. Okay, was muss ich machen? Share und so. Picke Color. Oh. Ah, warte, er macht hier unten das raus. Ach, stimmt. Das sind. Oh ja. Ja, gucke ich mir gleich an. Ja, was? Color from Palette. Color to Show. Okay, ja, habe ich verstanden.
möchte, obwohl, das ist schon ziemlich cool, die Farbe. Ja. Primary. Okay. Das kann ich mich nicht mehr entscheiden, ne? Ober entdecken. Decken. Decken. Oh, genau, sowas suche ich. Damit ich mir gar keine Gedanken machen muss. Das ist gut. Das hier ist doch cool, oder? Ich mag das. Oder wenn ich sage, ey, das ist meine Farbe und das ist mein Light und das ist mein Dark Mode. Cool. Der Text ist quasi ein Weiß. Um in der Suche deine Farbe eingeben, so als, okay, Main haben möchtest. Okay, ja, cool. Das heißt, ich kann in der Suche eingeben oder was? Oder wo auch. Was macht er hier denn? Oh. Dann kann ich mir die Farbpalette runterladen. Export. Erinnere mich an deine. Ja, ohne Witz, ich habe tatsächlich. Genau, ich mag natürlich das Lila ganz gerne und auch dieses Dunkel, aber das ist im Prinzip Standardfarbe aus Angular Material. Um in der Suche deine Farbe eingeben, die als Main haben möchtest. Genau, warte. Mache ich das denn? Guidance. Hier suchen, ja? Suche nach Farben. Warte. Hot Pink. Zeig mir Hot Pink. Gab's nicht auch mal eine Farbe in Visual Studio? Nee, nicht in, in Firefox, die hieß Chuck Norris oder sowas. Kann das sein? Ich hab da mal irgendwie so ein Ding. Das ist Hot Pink. Welche Farbe will ich denn haben? Ist ja irgendwie. Darf ja irgendwie auch mal ein bisschen hübscher sein. Aber es ist mir schon fast zu viel Pink. Ich glaube, das hier ist cool. Das ist cool. Alter. Wenn ich mir die Farben angucke, unfassbar. Wie soll denn das funktionieren? Welche Schrift ist denn hier bitte dann auf dem Hintergrund? Das ist ja unfassbar. Wie soll denn das gehen? Warte. Okay, warte, ich nehme mir eine andere Farbe. Ich nehme mir eine andere Farbpalette und zwar sage ich, ich möchte gerne irgendwas. Wir hatten vorhin ja schon grün, also nehmen wir jetzt auch grün. Das Grün, was da ist, ne? Wir hatten ja hier, wie gesagt, ein cooles Grün. Vielleicht nehmen wir einfach mal ein grünes. Sieht so eher so langweilig. Ja, ich glaube, dass das natürlich mit den richtigen Sachen richtig gut aussieht, wenn man das Ganze so vernünftig zusammenpackt. Weil ich glaube, die Farben sind der Hammer, ne? Weil ich mag die ganz gerne, so die Farben. Aber stell mir dann die Frage, okay, wenn jetzt das die Hintergründe sind, was ist denn dann die Schrift dazu? Wahrscheinlich muss dann die Schrift definitiv schwarz sein, ne? Ich meine, gerade dieses Blau, das Grün und dieses Orange, ne? Oder die Gelb, das finde ich schon. Das sind schon coole Farben, warte, ich muss trotzdem jetzt machen. Warte, ich kopiere jetzt diese Farbe und baue die jetzt ein. Das war jetzt das Blau. Ja, das heißt, ich gehe hier rein und sage, okay, die Navigation oben, Top-Nav, Hintergrundfarbe. Ja, lassen wir mal so. Dann haben wir hier die Farbe, das hier, das hier. Active. Nehmen wir mal raus, das hier. Okay, bin gespannt. So, jetzt hier, so schlimm ist das gar nicht. Und wenn ich Hover mache, soll es quasi, aber es ist diese Farbe, da will ich aber eine andere Farbe. Da will ich jetzt quasi dieses, wir spielen jetzt mal ein bisschen rum. Ne, da möchte ich das hier haben. Warte, wir nehmen das. Jetzt dreht er durch. Er dreht durch! So, vielleicht nicht ganz so geil. Das Grün passt da überhaupt nicht. Das Blau ist cool. Blau ist echt cool. Lass das mal.
Und ich mag das, dieses Blau hier mag ich ganz gern. Und warte, dann mache ich mal hier beim drüber hovern. Sage ich dann an der Stelle, wir wollen dann einfach nur etwas bleicher. Glaube ich eher in diese Richtung. So. Ja, das ist cool. Okay, das ist cool. Das mag ich. Mag ich. Und das ist dann hier auch die Farbe von dem. Und dann machen wir hier noch eine etwas andere grüne oder blaue Farbe draus. Okay, weil das kriegen wir hin. Zeig mir mal, wo der nächste ist. Andere. So, der hier. Das war die, das war das hier und Pagination auch das gleiche wie bei Hover, nämlich auch das hier, wenn der eben nicht aktiv ist. Also ich mag, also das Ding ist gar nicht schlecht. Da Vinci 2. Da fehlt ein E bei Dave Vinci. Ja, das Ding ist, das glaube ich, die, also ich, CSS an sich ist ja gar nicht böse, ne? Also an sich ist es nicht böse, ja? Aber es ist natürlich nicht cool, wenn, oh, warte, hier muss ich noch das Schwarz reinpacken. Was ich, es macht eben überhaupt keinen Spaß, sich da irgendwie durchzukämpfen, ne? Das finde ich eben das, was mich so ganz extrem. Hier, der Aktive muss auch noch irgendwie schwarz bekommen. Ne? Soll auch die schwarze Farbe haben. Enough. Voilà, klar. Quasi. Sehr gut. Und es fehlt uns das hier noch. Ne? Wer bist du? Du bist quasi TH. Und es kommt über Table TH. Okay. Ah, noch hier drin, oder? Aber mal gucken. Ob na, das war falsch. Ich will ja gar kein Tier haben, sondern ich will ja nur viel. Table Tier. Ah. Gut. Wo bist du? Ah. Sehr gut. So. Löst. Ist okay, oder? Wenn wir das jetzt noch irgendwie. Ja, aber ich glaube, es ist dann zu viel, wenn ich dann. Okay, ich lasse erstmal so. So, wir haben eine Navigationskomponente. Wir brauchen keine News, wir brauchen keinen Kontakt, wir brauchen nur ein Login. Okay? Heißt, wir gehen hier rein und sagen, okay, wir nehmen, da ich hier im CSS sagt ja, der braucht OpNav und dann einen Anchor. OpNav, ah, okay. Wissen. Das weiß jeder, warum es in den 60er Jahren Schwarz-Weiß-Fernseher gab. Ja, weil das Styling damals, ich meine, das ist ja schon ziemlich krass, oder? Geht schon in die Richtung, oder? So diese Farben oder gerade das hier, das sind ja schon diese, wie nennen sie sich, diese Obstacle-Farben oder so, ne? Die wie gerade so in den ganzen 60er und 70er und so irgendwie ganz, ganz krass und 60er waren. Ja, das ist schon eher lustig. Lustig. So, aber ich muss ja das Pink noch irgendwie unterbringen, weil das Pink finde ich natürlich auch ganz cool. Was will ich denn ans Pink? Ich mache die Schrift. Schrift einfach pink, ne? Warte, ich habe eine Idee. Okay, wir machen die eine Zeile. Das ist ja quasi dieses Blau. Das heißt, die eine Zeile wird quasi grün, die andere Zeile wird orange. Nein.
Nee, ich glaube, das hier ist cool. Das passt ja gut zu diesem Blau, ne? Wenn wir sagen, oder wir können das mal ausprobieren, live. Geht und sagen, unser, okay, das hier. Background, ne? Oder nee. Wollten auf Table Row. Background. Ich muss weiter probieren. Und wenn wir dann andere sagen. Warte. Geht's ab. Das war even. Und. Dieses hier. So, weil. Keine Farbe dran. Ha, halt. Und hier pH. Muss ich wieder. Ist das? Ah, wir gucken mal. Gehen wir irgendwie hin, ne? Oder? Es muss doch hier wo hinten sein. Die Tabelle, genau, Child Even. Quasi ja, das andere ist ja quasi der Zauberer von Oz, ne? Kennen wir alle. Ja, gerne. Sag immer, was du haben willst für eine Farbe. Dann machen wir daraus ein richtig geiles ein richtig geiles Ding. Okay? So, warte, das ist quasi Even. Und die andere Farbe war quasi das hier, ne? Hatte ich gesagt. Oder wollen wir das nicht? Ne, ich glaube, die hier ist cool. Odd. Find's jetzt schon geil. Ich mag gar nicht raufklicken. Wie sieht das aus? Warte, ich lasse kurz mal ein bisschen wirken, okay? Ich glaube aber, dass das Grün besser passen wird. Schrift noch weiß. Ja, okay, aber dann ist die Frage, wie cool man das noch lesen kann. Aber ja, finde ich gut. Ich mache hier noch das PR. Ja. Warte, was? Ne. Tabelle. Das. So, da habe ich ja irgendwie da drin gemacht. Ne? Das sind jetzt quasi eigene. Werden wir gleich mal gucken, ob das funktioniert, aber das kriegen wir irgendwie hin. Weil es hat ja beim anderen auch funktioniert. Dass sie sagen, hier jetzt. Ja. Und dreimal die F. Dreimal das F. Was er daraus macht. War das schlecht lesbar, oder? Und das Hover ist auch scheiße. Das Hover aus. Ja, warte, ich finde. Warte, wir können ja mal gucken. Wir haben noch irgendwelche. Wir können ja so ein dunkelgrau nehmen oder so, ne? Statt weiß. Das ist aber nicht die gleiche Farbe wie vorher. Ja, ich kann auch einfach White schreiben, aber ich bin ja ein Nerd und ich muss doch Hex schreiben, Alter. Okay, aber das hier, ich glaube, ich möchte dann doch lieber dieses Grün nehmen, weil das Grün, glaube ich, passt besser als das Blau dazu. Das heißt, wo haben wir es hier? Setze das hier überall. In Grün. Das sieht schon sehr nach Bonbon aus, oder? Und genau, beim Rüberhavern machen wir einfach das
ähnlich. Hop, hover. Und dann gehen wir hier auf Ziel. Ist besser. Gut, das Grün könnte jetzt noch ein bisschen weniger sein, aber genau, jemand klont sich das Ding und dann hörst du irgendwo schon, also in irgendwo fallen Leute gerade vom Stuhl und denken, nein, was das? Genau, aber warte, das Hover muss noch irgendwie weg, glaube ich. Und das müssen wir irgendwie noch, warte, wir können übers richtig geil cheesy machen, Alter. Bei den TRs, wenn wir darüber hovern. TR, Hover. Wollen wir nicht das machen, sondern wir machen ein Box Shadow oder so. Kann ich hier nicht auch sowas in Box Shadow machen? Und zwar müsste man das. Das. Und. Dann, ich muss lieber was, wie mache ich das? Ja, öffne bitte mal. Referenz. Sag mir, ich Ganze. Genau. Werte und das Ganze auch inset machen. Und der Blur-Effekt. Weiter geht's. Hier sage ich einfach nur, nee, gar nicht. Warum machen wir 5? Pixel 5, Pixel 5 oder so. 5. Mal gucken, was da raus. Nichts. Weil ich die Hintergrundfarbe noch nicht gefixt habe. Und wahrscheinlich, weil, der auch gar nicht Box Shadow kann, weil das nur bei kann ich denn so ein Dings Box Shadow auch so ein Shadow machen hier quasi. Ja, das irgendwie funktioniert aber nicht so. Aber jetzt sind wir schon wieder an dem Punkt, wo ich sage, jetzt, ja, scheiße, jetzt erst hier. Wieso kann ich nicht einfach sagen, ich möchte gerne hier, dass hier Box Shadow ist. Ich will Schatten haben, Alter. Und das geht nicht. Also Box Shadow kann natürlich nur an der Box oder so. Genau, wenn wir uns das hier angucken, sagt er wahrscheinlich, hey, das funktioniert nur beim Div oder so, ne? Vererbt. Den Punkt mal weitermachen. Wir am Ausraten. Wir lassen ihn jetzt ausrasten. Liste von Schatten. Bla bla. Aber ich will das doch. So kann ich das nicht auf beliebige Elemente. Also, ich will ja quasi sowas hinkriegen. Oder ein Inset. Quasi. Oder so ein Glow wäre ich auch geil, ne? Ich dachte mir, dass wenn ich darüber gehe, dass dann der Schatten hier reingeht. Das ist quasi einfach nur. Kein Rahmen, sondern das ist quasi so ein Box Shadow. Genau, das hatte ich irgendwie, hab ich vertippt. Box Shadow. Ja. Aber das kann er nur, kann das nicht auf dem TR? Sagt, das geht nicht. Warum nicht? Delete. So, das Text Shadow. Okay, warte. Ne, genau, ich wollte es einmal so machen. Also mache ich mal Box Shadow. Und dann sagt er auch hier. Es geht nicht. Warum nicht? Ja, ich merke gerade, in Hamburg sagt man Grüsch, ne? Der ist nicht so.
Kommunikativ. Was haben wir denn noch? Wir haben hier ein H4. Und, oh, warte, wir könnten natürlich sagen, hier auch H4? Nee, nur das. Wir sagen beim H4, wenn wir drüber gehen, dann machen wir da irgendwie so einen Schatten hin. Next-Shift. Hier. Da. Text. Minus. Mal gucken. So. Sind nichts. Oh. Warte, ein P. Sieht was. Wir machen es einfach unleserlich, okay? Ein Importen. Dann kann der eigentlich noch mehr. Und auch ein Blur. X. Oh ja. Das kann er. Ah, da ist, ich kann das doch so machen. Bei Hover machen wir einfach mal, machen wir einfach so was drüber. Ja, gerne. Mach gerne ein Fork und implementiere mal auf Dark Mode. Genau, damit kannst du gerne auch Pull Request stellen, dann approve ich das. Okay. Aber Text. Text Shadow. Bin gespannt. So cool, oder? Mag das. Mag die Idee. Also Box Shadow 333. Echt? Das auch? Achso, muss ich in den Porten. Dann erzwinge ich das oder was? Warte. Und sag okay. PR. Gleich hier. Box, Nosh, Shadow. Nehmen so ein Typ. Und. Aber geht das? Nein, nicht. Nee, beim TR geht das gar nicht. Also ja, der Farbpunkt ist ja erstmal egal, ne? Ich könnte jetzt auch so sagen, hey, E3, 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 dann ist es ja so ein typisches Grau. Ja, aber dann sagt er, hey, das geht nicht. Warum auch immer. Ist okay. Ich akzeptiere es. Aber ich finde das schon okay. Ne? Also wenn ich darüber gehe, dann mache ich da quasi so einen Schatten drüber. Und, warte, wir können ja nochmal so richtig machen, wir machen quasi ein 0. Null und ne, das kriegt quasi einfach nur ein Blur. Okay. Finde ich okay. Okay, aber das Ding ist, mit Display Block, oh, warte, war dann, ja, aber Display Block, das haben wir hier ja schon. Also, das ist ja eine Tabelle, es ist eine, der hat ja Display Table Row, die Tabelle. Ja, das heißt, das wird nicht funktionieren. Er hat hier Display Table Cell, ne, genau. Und wenn wir das Ding auf Block setzen, dann glaube ich nicht, dass. Warte, wir können es gerne probieren. Der Block, genau, dann macht er nämlich ganz große Kack. Und dann mache ich noch. Box Shadow. Warte. Komm, das ist. Ich muss auch noch einen Wert angeben, ne? 3 Zeichen. Ja, macht er nicht. Nee, warte, aber er braucht irgendwie 3 P. Ja, genau, dann, ja, stimmt, dann macht er irgendwas, ne? Ganz merkwürdig. Aber sieht scheiße aus. Das sieht cool aus. Aber ist okay. Ich finde das okay. Ich finde das okay. Guck mal, er macht sogar das hier.
Weil das müssen wir noch irgendwie rausnehmen, ne? Dass wir sagen, hey, bei TR drüber. Ja, was ist das ein TR? Meine Dingens? TR. Idee. Das heißt, wir können hier sagen TR, aber drüber. Das muss ja auch funktionieren, oder? Wenn wir uns da drüber hovern, dann soll er da was machen. Genau. Quasi die Tabelle. Der Header ist nicht mehr. Sehr gut. Oh, das finde ich okay. Wir machen hier noch, der Hintergrund muss auch irgendwie cool, ne? Also die Farbe von dem muss irgendwie. Der Hintergrund. Nehmen mal Farbe. So, das ist 3x die 3 Standard. Heißt, wir nehmen noch Body Background Color. Und zwar nicht das, sondern wir nehmen hier nehmen wir denn etwas, was ein heller ist. Ganz slightly heller. Da hast du einen Dark Mood. Oh komm, ich find's okay. Okay. Aber zurück zu eigentlichen Task. Was habt ihr geschafft für den Task? Nichts, aber wir haben es bunt gemacht. Es war 1,5 Stunden und nichts geschafft. Okay, wir haben es bunt gemacht. Okay. Jeder Star Wars-Fan kommt jetzt an, was ist das denn? Und dann so, ja, das ist unsere Tabelle für die Star. Aber wieso ist das so bunt? Müsste Star Wars nicht mehr schwarz-weiß sein und weiter? Nee, nee, das sind jetzt die Farben von diesen von den Laserschwertern. Okay? Genau, das ist quasi das gelbe Laserschwert von dem einen da aus diesem Film, wo die da rumhüpfen und. Das Orange, das Rosan ist das Laserschwert von dem anderen, der da rumfliegt und so. So eine ganz geile Beschreibung. Ach so, ja, der. Ja, das ist gut. Okay. Auf jeden Fall sieht das jetzt in der Vorschau natürlich bei Twitch total geil aus, weil das irgendwie so extrem ins Auge sticht und also, was das? Okay, aber. Wir wollen ja eigentlich dafür sorgen, dass wir navigieren können. Okay. Das heißt, nee, dass wir uns ein- und ausloggen wollen. Ne? Und das wollten wir hier haben. Das heißt, Home haben wir hier und machen wir hier noch was anderes. Radioactive Grün. Und das ist aber auch ein geiler. Ist das die Farbe? Ist das diese Farbe? Ich glaube schon, ne? Das Radioactive Grün. Gibt es eigentlich für geile Farbnamen? So richtig geile Farbnamen, die man so kennt. Ich bin der Meinung, gab es nicht mal irgendwie eine Farbe, die wirklich. Sieht so aus, ja. Gab es immer eine Farbe, die irgendwie den Namen hatte? Gab es nicht sowas wirklich? Chuck Norris? Okay, Schokolade sieht nicht nach Schokolade aus, das weiß ich. Weil das sieht irgendwie ganz komisch aus. Wenn man sich das anguckt, dann das ist echt merkwürdig. Wir haben auch gerade nirgends irgendwie die Farbe angezeigt, aber die Farbe sieht das. Die Schokolade. Ja, hier. André. Das ist doch keine Schokolade. Der Schweizer an sich kriegt ja schon irgendwie Bauchschmerzen, wenn er sieht und denkt, das ist keine Schokolade. Schokolade sieht ja eher ein bisschen dunklerbraun aus. Ne? Das wäre eher sowas. Naja, egal. Die Browser wissen halt nicht, was Schokolade ist. Einfach ist. Okay, aber zurück. Zurück zu meinen Tasks. Home. Das, was Sie hier sehen, soll ja quasi unter Table funktionieren. About Contact News. Ich muss mal gucken, habe ich eigentlich schon sowas wie eine Navigation eingebaut? Irgendwo? Da. Gesagt, hey, wenn wir irgendwo sind, dann sind wir quasi da. Guck. Das heißt, wir wollen eigentlich, Moment, rein in die Navigationskomponente. Bei Home machen wir irgendwas. Und hier wollen wir quasi zeigen wir ihn da. Warum zeigen wir? Könnten wir noch eine Home-Komponente
Bau die schnell noch. Und dann sage ich hier, okay, wir machen hier auf jeden Fall einen Router-Link draus. Das Active kann hier auch weg. Das müssen wir so gleich noch basteln, vernünftig. Okay, warte, das hieß tatsächlich. Das heißt, ich mache hier ein Link. Und gute Nacht. Und da drin sage ich, das Ganze ist hier auf jeden Fall Home. Das Property Binding brauche ich nicht, kann ich so schreiben. Genau, und dann möchte ich natürlich das hier gemacht. Jetzt aber. Und hier machen wir ein Router Link Active drauf. Hallo. Das heißt, das kleben wir jetzt quasi an jedes Element dran, was wir gleich noch definieren. Dann haben wir hier noch das hier. Und zwar, das soll jetzt unsere Schiffe sein. Chips. Nicht Chips, sondern Chips. Chips. Man weiß es nicht. Die Methode nehmen wir weg, weil das ist Quatsch. Weil das ist wie dieses. Macht ihr denn eigentlich das? Das ist ja nicht alles genommen. Was macht die Methode? Die Methode macht was? Last Name, Responsive, Last Name, Hopbar. Okay. Das heißt, das muss ich auch noch irgendwie irgendwas in die Richtung basteln. Geil mit wahr. Egal. Wir merken uns erstmal das. Wir merken uns das. Machen wir gleich. Bin gerade voll wieder zurück im Track, ne? Mich gerade voll so, yeah! Unfassbar. Warte, ich nehme mir einfach nur Classname und Classname. Name. Da packe ich quasi, das ist entweder das oder das. Das, dann machst du das. Ansonsten setzen wir es da. Responsive oder nicht responsive. Okay, alles klar. Responsive gleich. Also ich wollte einmal die Funktionalität daran packen. Okay. Und dann mache ich nämlich in meiner Komponente hier drin, hier, mache ich nämlich ein ng das. Hier sage ich dann, hey, übrigens, war das nochmal? Hier sage ich, wir setzen hier die Klasse responsive, wenn, dann. Klasse responsive, wenn responsive. Klingt super, oder? Responsive, Doppelpunkt, responsive. Und das hier müsste dann quasi ein String sein. Wenn ich mich jetzt nicht ganz geirrt. Dann machen wir hier nämlich einfach nur auf dem Klick. Ja, ich bastle quasi jetzt einmal das irgendwie nach, was die quasi hier machen. Ich möchte hier kein href dran haben, sondern einfach nur ein Klick. Ich sage hier einfach nur responsive gleich responsive. Okay. Damit müsste es auf jeden Fall schon responsive sein. Hätte das gedacht. Das hier muss ich einmal alles rausschmeißen. Genau. Oh, jetzt habe ich aber hier. Okay, was gibt's hier? Ein Community Vault Lab. Chuck Norris als HTML-Farbwerk. Ja, ohne Witz. Ich bin der Meinung, das war mal irgendwie drin. Es war auch mal irgendwie. Wie heißt der andere Typ? Auch irgendwie so ein anderer Superheld. Also kein nicht Chuck Norris, sondern irgendwie. Wie heißt der denn? Was nicht sogar Steven Seagal? Der irgendwie mal als Farbwert irgendwie in irgendeinem Browser da war. Wir werden es gleich sehen. Ich muss nämlich gleich rauskriegen. Muss ich gleich rauskriegen. So zusammen. Oh. Ah. War sie immer da? Wenn ich das jetzt.
wegnehme. Das hier. Bist du? Icon. Und sag hier, das da. Wenn ich darauf klicke, dann sollte doch was machen, oder? Ich mache mal das Ganze mal auf Alt und dann haben wir hier Click Responsive nicht Response Icon. Lass du, Alter. Kram. Wieso funktioniert denn nicht, Alter? Hier rauf geht, müsste er mir doch jetzt das. Warte, dann funktioniert. Warte, dann habe ich wieder dieses NG Class vercheckt, Alter. Das. Vercheckt das immer, wie man die schreibt. Ob jetzt quasi die Klasse zuerst steht oder dahinter. First, second. Warte. First, true. Ja, aber genau so. Das hier dran gehängt. Ja. Gemacht. Habe ich gemacht. Ich habe gesagt, okay. Responsive soll gesetzt werden, wenn das true. Genau das habe ich gemacht. Wenn ich das speichere, dann sagt mein Bild hier, Alter, das funktioniert nicht. Warum nicht? Ich will aber, dass es funktioniert. Überlegen. Warum funktioniert es denn nicht? Warum, ey? Hochkomma, oh ne. Hochkomma, Leerzeichen. Immer so. Hochkomma. Behält das dann? Ja, jetzt behält das. Okay. Mal gucken. Wie dann funktioniert. Das Responsive sieht wie aus? Jetzt will ich mal gucken. Was steht eigentlich im Responsive drin? Ja, wer bist du? Wo ist Responsive? Top. Responsive ist false. Hier drauf. Responsive. Hallo? Responsive ist immer noch false. Aufgeklickt. Ist das nicht, was hier? Ist das hier mal auf? True? Ah, okay. Also es wird auf jeden Fall funktionieren. Im Moment, wo sich das CSF-Thema von hinten anschleicht und Dave. Genau, das ist es. 100%. Da, wo ich gerade denke, oh ja, guck mal, CSF, das ist gar nicht mal so schlimm. Es sieht ja hübsch aus. Und dann kommt es an und sagt. Und ich denke mir, ja, so eine Kacke. Warte. Warum ist das nicht? Was ist das für eine Extension? Da darf ich noch nicht drüber reden. Die ist ziemlich cool. Die ist aber noch nicht offiziell released. Ich habe die nur im Beta-Testing. Und die kommt demnächst raus. Die wird vom Angular-Team wird die quasi entwickelt, aber die ist noch nicht offiziell released. Das heißt, ihr findet sie nirgends in der Extension Store. Ist quasi die Extension, die aus dem Angular-Team kommt. Ja, sehr gemein. Okay, warte. Ich habe hier einen Logikfehler drin, Alter. So. Auf und sag. Ding. 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 Hammer. Hat einen Logikfehler drin. Alles klar. Genau, aber zum Debuggen braucht ihr diese Extension erstmal gar nicht. Ne? Ihr könnt ja quasi in der Konsole alles machen. Könnt euch zum Beispiel angucken, okay, warte, wozu gehört das hier? Na, dann ist man hier zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, wozu gehört denn dieses Ding hier? Dann könnt ihr, es ist schon ziemlich cool, aber dann könnt ihr, das könnt ihr auch hier alles in der, oder mehr oder weniger alles natürlich umständlicher in der Komponente machen, dann sagen, oder in den DevTools normalerweise machen. Na, einfach auf irgendein DOM-Element draufklicken, dann wird eine Referenz zu dem DOM-Element wird in $0 gespeichert. Das habt ihr dann hier, zur Verfügung, $0. Ja, das ist quasi der DOM,
die DOM-Referenz auf das Element. Und im Development-Modus habt ihr Zugriff hier auf den Angular Compiler. Ja, und der hat so ein paar coole Methoden. Und dort kann man sich zum Beispiel angucken, hey, wie sieht denn das aus? Was sind das für eine Komponente? Das heißt, man kann sagen, hey, ng.getOwningComponent. Dem übergibt man jetzt diesen Referenz oder diese Referenz auf das Element. Und dann kann man sich das genauso angucken. Also das funktioniert auch in jedem Browser. Ne? Und dann wird man hier jetzt auch sagen, okay, wir verändern das mal. Ich setze das Ganze mal auf True. Hier läuft aber dummerweise noch nicht die Change Detection. Das heißt, die müssen wir noch selbst ausführen. Ja, das heißt, das kann man hier so machen. Jetzt kann man hier sagen, okay, wir wollen jetzt einmal, dass Change Detection ausgeführt wird auf genau dieses Element. Das ist quasi Apply Changes. Ich glaube, man kann aber auch sagen, quasi get owning get owning component und dann glaube ich hier mit dem $0. Ich habe das noch nicht probiert und jetzt glaube ich, kann ich sagen, detect changes, glaube ich. Aber das habe ich, wie gesagt, noch nie ausprobiert. Nein, geht nicht. Geht nicht. Aber wir können wir können der Change Detection sagen, dass sie diese Komponente jetzt quasi machen. Toll. Das heißt, wir können hier sagen, okay, ng.byChanges. Und der übergeben wir jetzt quasi die Komponente, die wir uns ja gerade hier rausgeholt haben. Dann kann man sagen, okay, mach mal. Und dann macht sie genau dasselbe. Natürlich umständlich. Die Extension wird wesentlich cooler sein. Da kommen da ganz viele coole Feature rein, ne? Dass man nachher auch den Routerbaum sehen kann. Hatte ich irgendwo heute schon mal als Bild gezeigt. Bei mir heute im Workshop. Ich zeige das nochmal am Desktop. Also wird es zum Beispiel so ein Feature hier geben. Wenn man es sieht. Ne? Wo man sagt, hey, man kann sich nachher angucken, wie der Router aussieht und so weiter. Das wird alles quasi darüber möglich sein. Man kann auch profilen, man kann nachher rauskriegen, wo gibt es denn die größten Änderungen oder wie lange dauert denn hier welcher Cycle hier drin und so weiter. Das wird alles alles quasi nach und nach da reinkommen. Ist auch immer eine coole Extension. Kommt demnächst. Wahrscheinlich zusammen mit Angular 12. Man weiß es nicht. Wir sind gespannt. Okay, aber das hier mit, was ich hier gemacht habe gerade, das ist quasi mit jeder Version schon möglich, ne? Dass man quasi über ng den Compiler kriegt und dann, dass man dort dann bekannt gibt. Genau, im Discord wird es bekannt gegeben. Also wir haben im Discord haben wir ja quasi den Channel, der nennt sich, Der nennt sich Release Radar, heißt das Ding. Und da steht immer drin, welche Version gerade rauskommt. Das sieht man auch, dass am 29. glaube ich, war das. Oder am 28. ist ist die 12 RC1 quasi rausgekommen. Und am 29.04. ist ArcGIS in der Version 7 rausgekommen. Das sehen wir quasi. Genau. Ansonsten, ja, sehr lustig, was da kommt. Bin auch gespannt. Genau, und wie gesagt, im Discord sehen wir das alles. Aber wie gesagt, das hier, diese Sachen mit dem ng, dass man das ohne Extension kann, das geht auch ohne weiteres. Denn oftmals, ich weiß nicht, ob ihr schon mal irgendwie bei einem Kunden wart oder für einen Kunden gearbeitet habt, wo ihr nichts dürft auf dem Rechner. Was ich nicht verstehe, warum es sowas gibt, warum Entwickler teilweise Rechner kriegen, die nichts dürfen. Und dann habt ihr wirklich nur im Browser die Möglichkeit, über diese Dinge zu arbeiten. Und das könnt ihr eben da dann genauso machen. Ja, das ist dann quasi auch so ein Ding. Okay, mein Icon sieht merkwürdig aus. Weil das Icon nicht da ist. Und das Icon will ich gar nicht sowas haben, sondern ich möchte ein Burger-Menü haben. Und zwar nehmen wir das hier. Wir sagen, oh, guck mal, Food. Nehmen das Burger-Menü. Zeig mir, wo ist der Burger? Ist ja ein Burger-Menü. Wir können auch natürlich auch rein. Weil es ein Burger-Menü ist, deswegen packen wir das natürlich rein. Und hier Flapstick. Wir sagen natürlich, hey, übrigens, hier, da ist er, da ist aber noch, weil das I ist, ne, das ist, I ist natürlich hier, italic, sprich,
Exklusiv, genau, so heißt das auf Deutsch. Nein, das wollen wir nicht haben. Sagen, hey, kein Fall. Auf keinen Fall. Aber so. Haben wir so einen Button. Wenn ich jetzt auseinanderziehe, dann verschwindet er auch. Genau. Er ist nur da, wenn das zusammen ist. Sehr gut. Sehr gut. Haben wir ein echtes Burger-Menü, Alter. Geil, oder? Mag das. Woher bekommt man solche Infos zum Browser debuggen? Prinzip, bei mir im Stream. aber grundsätzlich, ich glaube, dass man hier auch was finden kann in der offiziellen Dokumentation. Debug. Enable Debugging Tools. Was ist das denn? Neu. Function. Enable. Enable Angular Debugging Tool. Wir Browser Developer Tool. Okay, man kann hier irgendwas machen. Ah, genau. Profile Time Change Detection. Da wird quasi danach aus, das kann man nutzen, um eben dann anzuzeigen, wie lange denn hier so ein Change Detection Cycle und sowas braucht. Das sind ganz Dinge. Aber grundsätzlich kann man hier unter Debugging und so weiter, sollte man hier auch ein bisschen was finden. Aber irgendwo war ich der Meinung, dass das, was ich gerade gezeigt habe, auch irgendwo in den Tools. Angular Tool, Bilder, Server-Side, Dev Workflow, Steuerung, Build, Service, AOT. Ja, schade. Buggy Tool. Description sagt, ja, das ist es. Ja. Oh, warte, da stand. See more. Ach so, schade. Ja, schade. Oder auch nicht. Haben wir noch? Was zeigt er uns an hier? Über die Möglichkeit, hier ein bisschen was zu debuggen. Genau, ich wahrscheinlich schreibe ich dazu noch mal sowas wie ein Blogpost oder so. Aber genau, das ist quasi so das, was man so machen kann im Browser schon ein bisschen debuggen, ne? Und wie gesagt, wenn dann das DevTools von Angular raus ist, dann kann man auch relativ viel darüber machen. Okay, was wollte ich machen? Ich wollte eigentlich, dass genau, wenn man auf Ships draufklickt, dass man dann quasi auf Ships kommt und sonst dahin. Okay. Muss den Chat immer. Ich den Post morgen früh lesen. Ja, wenn du ihn schreibst, also ich muss mal gucken, weil ich muss noch Rechnung schreiben, das ist das Ding. Und ich muss Steuer machen, Alter. Mein Steuerberater hat sich quasi zum Frühstück hat sich quasi gemeldet und ich muss ein paar Sachen erreichen. Muss mal gucken, ob ich das heute mache. Wahrscheinlich nicht. Ich bin zu trotz Mate. Eine, oh ja, stimmt. Die Rechnung. Ja. Mach ich. Ich bin total organisiert, Alter. So, was wollte ich jetzt machen? Genau, wir wollten ja eigentlich nicht sowas machen. Tipps, und wir wollen das Routing uns angucken, was hier los ist. Warum funktioniert das? Wir sagen, hey, wenn das drin steht, dann ist es. Nee, nee. Genau, wir sagen ja, hey, wenn wir bei Chips sind, dann wollen wir Chips angucken. Denk immer an Chips. Chips und wenn wir bei Chips gleich mit einer ID sind, Alter, ich möchte ein S haben. Ja, ich glaube, die hüpfen auch manchmal die Tastaturen bei mir, die Tasten. Habe ich ganz oft schon gemerkt. Ich tippe auf eine Taste und es wird was anderes angezeigt. Wirklich. Geld, was ist das? Ja, das Ding. Ja, nein, es ist Steuer, wie? Ich muss Steuer was machen? Okay. Wollte auf das hier. Genau, sagt er, es funktioniert natürlich nicht. Wir gehen dahin, dann funktioniert. Und Home muss ich jetzt noch die Home drauf mappen. Okay. Da will ich hin. Heißt, wir sagen, hey, wenn wir bei Home sind, mal beim Pfad. Home. Dann möchten wir gerne als Component die Home-Component zeigen. Sehr gut. Heißt, ich kann jetzt auf jeden Fall zwischen der Home-Component und den hinschicken. Wenn ich hier raufklicke, soll ich trotzdem was sehen. Sehr gut. Das funktioniert schon mal. Sehr gut. Mag ich. Das hier können wir, glaube ich, rausnehmen. Tables.
Und so locken wir auch mal raufschmeißen. Zeile 5, da ist es. Wir können gerne sonst beim nächsten Mal, also nächste Woche, einmal ein bisschen intensiver über Debugging quatschen. Steuer? Was Steuer? Ja, kein Problem. Ich habe aber, ohne Witz, ich bin sehr, sehr glücklich eigentlich, weil ich habe seit einer Woche habe ich tatsächlich meinen Steuerberater. Ich habe lange probiert, habe lange einen gesucht und jetzt habe ich tatsächlich einen gefunden. Ich hatte mir kurz mal über dieses so ein Online-Portal angeguckt, die sowas machen. Und Steuerleicht und Cayman Islands. Ja, ganz so viel habe ich ja noch nicht, ne? Und ja, aber dieses Online-Tool, das war, die wollten nämlich ganz Ding. Sagten, hey, du musst hier auf jeden Fall von uns ein Konto haben und eigenes Konto bei uns und dann können wir alles drauf sehen und wir machen dann alles für dich. Lang verstehe, warum sie es machen, weil sie eben weniger Aufwand haben wollen, aber aus Hamburg, ja? Wichtig für den nächsten Satz. Die Bank, die hatten, das war Wirecard. Und als Hamburger sage ich, das geht nicht. Fertig. Ende der Geschichte. Und dann habe ich gesagt, mache ich nicht. Der andere erzählte mir, ich müsste ein eigenes Konto haben und es könnte nicht sein, dass ich das private Konto auch das Konto benutzen, was ich für arbeite. Ich sage, ich bin Freelancer. Ich brauche doch keinen Aufwand, dass das über ein Konto geht. Nein, auf keinen Fall und so weiter. Finanzamt sagte immer zu mir, es ist okay. Insofern lasse ich das so. Und mein jetziger, ja, genau. Okay, man, als Wirecard auf jeden Fall. Ja, genau. Ich habe es dann tatsächlich geschafft, einen Steuerberater zu finden, die mit meiner Software arbeiten können und die nicht von mir ein eigenes Konto haben wollen, sondern die sagen, hey, wir kriegen das alles hin. Viel besser. Okay, so, wir können jetzt hin und her wechseln, ne? Und wir sehen auch, wenn ich jetzt hier raufklicke, dann ändert sich das auch. Das macht eben dieses Router Link Active. Ne? Der setzt dann quasi automatisch die Klasse. Hier wird noch nichts angezeigt. Genau, die beiden sind ja weg. Also wir wollen ja dann eigentlich auch sowas in den Logging-Button haben. Da. Dahin. Wir müssen aber noch gucken, wo finden wir jetzt eine Navigationskomponente, wo etwas auf der Seite ist. So ein Tutorial. Da. Genau sowas halt. Ja, genau sowas. Mit so einem Button auf der Seite. Ja, jetzt muss ich echt da durchklicken. Ich will nicht durchklicken. Warte, gleich irgendwie. Next. Genau, das will ich. Wie kriege ich das hin? Das hier da ist. By example. Wait, das ist nicht das, was ich gerade angeklickt habe, oder? Nein, ist nicht. War gerade irgendwie anders. Ich will ja sowas haben. Eine Navigation. Das und so ein Element, was da ist. Ja, oh, float right. Oh, das ist cool. Das ist cool. Das brauche ich. Ich gehe nämlich hier rein und sage dann, hey, bist du? Ich pack das da hin. Der müsste jetzt quasi ganz rechts sein. Hier weg. Er sagt, oh, about ist hier. Was? Was denn? Hallo? Hallo? So, weil ich noch auf irgendwas auf Schock habe. Nur wegnehmen hier. Alle voll verwirrt. Egal, was ist hier los? Aber warum ist da so ein Punkt? Ja. Marker. Ich will kein, wieso brauche ich denn so einen Marker? Wo ist der? Hä? Moment. HRF. Ich will ja kein HRF da. Ich will ja einfach nur. Hey, pack. Ah. Das. Okay, warte. Ich hab's verstanden. Wir sagen hier einfach nur, ey, packen wir hier rein. Wir brauchen kein LI. Wollen wir nicht, ist alles scheiße. Wir packen das hier direkt rein. So. Genau das wollen wir haben. So, jetzt ist das Ding da. Und wenn wir es zusammenklappen, dann haben wir den da und können raufklicken und dann ist das Ding.
Auch wieder da. Okay. Nicht hübsch, aber funktioniert. Wegen dem LI, genau. Dankeschön. Müsste schnell darüber gucken. Ne? Mir fehlt auch ein dritter Monitor, muss ich ganz ehrlich sagen. Fällt mir immer wieder auf, ne? Gerade weil jetzt läuft auf dem zweiten Monitor hier drüben, läuft jetzt OBS mit dem Chat. Und wenn ich dann übers kurz mal gucken muss, dann oder im Discord reagieren muss, dann mal hinherkriegen, dann ist quasi dann OBS mit dem Chat im Hintergrund. Dann sehe ich das wieder nicht. Ach, Luxusproblem. Okay. Aber genau, was wir machen wollen, wir wollen da, hier soll ja quasi ein Login passieren. Heißt, hier soll ja jetzt rein, was das Ding kann und wer das mal da ist. So, was ich gerade gesagt habe, aber genau das meine ich. Weg. Hier. Wir OpenAV. Wir haben ihn auch. Warte, wenn ich den jetzt rausnehme. Daraus und pack den jetzt erstmal in die Top-Nav. Okay. Stylen wir den so. Sieht man, schon gelöst, hä? Ticket gelöst. Tada! Jetzt wollen wir natürlich nur noch das quasi, also wir haben teilweise von Ticket, ne? Das heißt, wenn wir das Ticket uns angucken, dann steht da Nav Component Login, not logout, if not logged in, no content. Genau, das heißt, das muss ich gleich noch machen. Das heißt, gleich machen, auf die Uhr, ja, ein bisschen was können wir noch. Das heißt, ich mache hier an der Stelle erstmal nichts da. Das heißt, ich lasse das so. Sieht ja auch ganz cool aus. Gerne, André. Viel Spaß. Wir sehen uns im Discord oder hören uns, wie auch immer. Grüße an die Schweiz. Genau, lange mache ich auch nicht mehr, aber ich guck mal, dass ich auf jeden Fall das noch hinkriege. Genau, ich möchte erstmal, wenn ich auf dort bin, sollte ja. Nee, eigentlich brauche ich hier gar nichts mehr machen. Ne? Ich will erstmal das nur committen. Baue erstmal das noch. Das heißt, ich will das nur mal erst committen. Das heißt, hier rein und sage, okay, wir haben auf jeden Fall Navigationskomponenten. Und zwar war das Ticket Nummer 2, ne? Was ist das Ticket Nummer 2? Nummer 2. 2. Und das Loading war dann quasi, wo war das sein? So, das ist hier. Genau, eigentlich sagen wir, hey, wenn geladen, dann zeigen wir das. Nicht Loading da. Genau, eigentlich wollen wir wissen, hey, wenn Loading, zeigen wir das an, sonst das. Genau, und jetzt müssen wir eigentlich noch einen weiteren Check machen, irgendwie. Und nicht aufs Loading gucken, sondern müssen sagen, hey, wir wollen gucken, quasi, was, ob wir eingeloggt sind. Ich glaube, das können wir nämlich auch noch machen. Es load, oder sonst load. Zeigen wir das an oder wir zeigen das hier an. Aber das mache ich gleich noch, oder? So, gucken. Oder unentschlossen. Ziel. Ansonsten das. Navigation ist immer da. Aber so. Okay, aber eigentlich im Prinzip muss ich das Ganze ja nicht über den das hier machen, sondern ich will das Ganze natürlich ganz ordnungsgemäß über einen Interceptor machen. Das mache ich aber tatsächlich erst nicht. Haben wir jetzt gesagt, nächste Woche? Nächste Woche wollten wir debuggen. Debuggen und ich sage noch Interceptor. Merke ich mir gleich. Add erstmal alles. Nav Component with Login. Das heißt, wir haben hier schon mal irgendwas dazu. Und kommen. Genau, nav bis out. Wird dann da reingepackt. Bin gespannt, ob GitHub das erkennt. Ob Interceptor, was ist das genau? Ein Interceptor ist im Prinzip sowas wie ein Proxy, den du quasi bauen kannst. Der hängt dich quasi zwischen deine Applikation und Fetch API. Vom Browser. Ne? Und alles, was quasi rausgeht, kannst du quasi überwachen und kannst es quasi checken, bist du eingeloggt zum Beispiel.
musst du vielleicht irgendwie ein Torque mit dranhängen und so weiter. Das sind alles Dinge, die du da machen kannst. Und ich möchte quasi einen Interceptor bauen, der, sobald man irgendwie, ja, eigentlich kein Interceptor. Obwohl das auch, aber eigentlich will ich auch einen Guard bauen. Das heißt, der checkt, hey, wenn du eingeloggt bist, dann lasse ich dich aus diese Route. Wenn nicht, dann musst du eben dort bleiben, wo du bist. Dann wirst du redirected auf eine Login-Seite oder auf die Startseite. Ich glaube, das mache ich so. Ich mache quasi auf der Home-Seite den Login-Button und wenn du nicht eingeloggt wirst, dann wirst du redirected auf die Startseite mit dem Login-Button und wenn nicht, dann kannst du eben dorthin, wo du gerne möchtest. Das ist cool. Das merke ich mir. Das habe ich mir auf. Use Interceptor. Also ein Interceptor, das ist quasi jedes HTTP-Call, was rausgeht, der geht quasi durch den Interceptor. Und da kann man auch prüfen, bist du eingeloggt. Wenn du nicht eingeloggt bist, dann würde man genau das gleiche machen. Sag mal, hey, wir brechen das ab und wir sorgen erstmal, dass du wegnavigiert wirst, irgendwo auf eine Komponente. Ja, sprich auf die Login-Seite. Und das gleiche wollen wir eben auch beim Router machen. Weil der Interceptor, der spricht wirklich nur an, wenn HTTP-Call rausgeht. Das heißt, in unserem Fall würde er erstmal nur passieren, wenn eben, wenn ihr das anguckt, wenn quasi das hier passiert, der hier, wenn der hier rausgeht, dann macht er sowas. Und das heißt, wenn ich jetzt quasi mich weiter navigieren würde, dann will ich ja eventuell trotzdem gehen und sagen, hey, nee, ist nicht. Das heißt, noch gegenprüfen mit NestJS. Ja, genau. Wir können mal gucken, was wir, ob wir ein eigenes Backend. Im Moment haben wir quasi diese Server-API. Ganz cool. Ob ich da noch ein Backend mit reinbaue, muss ich mal gucken. Aber NestJS will ich mir sowieso angucken, auch hier im Team auf jeden Fall, weil das einfach cool machen kann. Deswegen glaube ich, ist das eine coole Sache, sich da mal auch ein bisschen anzuhängen. Wo ich gerade den Millennium Falcon gesehen, ne? Ich habe am Wochenende habe ich endlich nach 2 Jahren habe ich endlich hingekriegt, meinen Millennium Falcon mal zu dekorativ zu positionieren bei mir im Wohnzimmer. Der soll eventuell will ich ihn hier in meinem Büro haben, aber ich habe den, weiß ich, wer von euch Twitter hat und mir da folgt, ich habe quasi den Millennium Falcon, ich muss da checken. Genau, ich habe den Millennium Falcon, habe ich quasi mir endlich mal reingepackt und den da angezeigt. Und der steht jetzt quasi bei mir im Wohnzimmer. Twitter. Der Twitter-Profil ist ja quasi öffentlich zugänglich, das heißt. So sieht das Ding aus. Das ist monstergroß, Alter. Ne? Das hier sind von da bis nach da sind, glaube ich, 80 cm oder 60 cm. Das ist auch monsterschwer, das Ding. Und ich habe eben vor ein paar Jahren oder letztes Jahr hatte ich mir so ein Beleuchtungsset geholt. Das heißt, der leuchtet hier. Kann ich jetzt quasi dann hier oben sind die Kanonen, genauso wie unten. Dann schießt er so ein bisschen. Das sieht eben total cool aus. Ne? Und ja, ich bin Nerd, ich kann nicht anders. Weißt du, hier Beleuchtung, hier DeLorean und so weiter. Genau, muss ich nur gerade dran denken, als ich das quasi das hier gesehen habe, den Millennium Falcon. Einfach das geilste Gefährt überhaupt, ne? Also wenn ich groß bin, dann kaufe ich mir auch einen Millennium Falcon. Discovery, was heißt Discovery? Die Landefähre, Discovery oder wie das Ding heißt? Oder was meinst du damit? Keine Ahnung, habe ich gerade überhaupt keine. Gar kein Bild dazu. Doch dieses Standardding, ne? Sorry. Raumschiff. Eine Rakete oder so? Raumschiff. Ne? Zeig mir ein Bild davon. Ach, dieses Ding. Ah, genau. Nicht, genau, das, was ich hier habe, ist ja quasi so ein Lego-Bausatz gewesen. Ne? Wie man sieht. Und den hatte ich irgendwie dann innerhalb von ein paar Wochen irgendwie gebaut. Ganz entspannt. Und das hier bin ich kein Star Trek. Also, oder nein, nein, ich bin kein Trekkie. Also ich finde es irgendwie ganz cool.
Ich mag das Ganze. Ich habe auch diese, die letzten Kinofilme habe ich auch gesehen. Wie hieß er denn? Da, wo er quasi, wo Spock quasi seine Familie verliert, wie auch immer das Ding heißt, wo sie als Junge auch irgendwie, die beiden habe ich gesehen. Einmal, wo er seine Familie verliert und auch, wo sie quasi als Junge, quasi von der Akademie auf die Enterprise, glaube ich, kommen. Ist das schon die Enterprise? Bin mir gar nicht sicher. Und dann nachher das Schiff auch übernehmen als Kommandante. Das fand ich irgendwie wirklich coole Filme, ja, aber ich bin eben nicht so extrem drin in dem. Ja, und Netflix habe ich nicht. Dafür habe ich leider keine Zeit im Moment. Noch nicht. Mal gucken. Vielleicht habe ich hier irgendwann die Zeit, dass ich ein bisschen mehr machen kann. Genau. Aber was wollte ich machen? Ich wollte. Nee, committen habe ich, ne? Habe ich committed? Ich glaube schon, ne? Ich habe. Genau. Und ich wollte aufschreiben, was ich machen wollte. Das war's. Use Interceptor and Guard. Du. Und Moment. Habe ich. Okay, ich hab eine Referenz quasi auf ein Commit. Genau. Sehr gut. Ist noch nicht fertig. Das heißt, das machen wir später. Okay, das heißt, nächste Woche sorge ich dafür, dass man quasi nichts sieht, wenn man nicht eingeloggt ist, dass der Login-Button auch nicht, der Logout-Button auch nicht da ist. Oder soll der da sein? Ich glaube, der soll da sein, weil ausloggen will man sich ja. Aber der Login-Button ist auf der Hauptseite. Der wird angezeigt. Und der Logout-Button wird quasi angezeigt im Menü, wenn man eingeloggt ist. Und dann können wir uns auch nochmal überlegen, man kriegt aus diesem Auth0 auch irgendwie ganz, ganz viele Informationen über den User raus. Ne? Das heißt, man könnte auch anzeigen, wie der User heißt und so weiter. Das könnte man hier irgendwie mit. Finde ich, glaube ich, ganz cool. Das ist irgendwie das, was ich irgendwie noch vorhabe. Noch hier ganz, ganz viel. Ne? Aber erstmal habe ich es mir gemerkt. Ne? Hier einmal Interceptor und Guard. Und ja, genau. Der Logout-Button soll nur angezeigt werden, genau, richtig. Wenn wir eingeloggt sind und der Login-Button soll quasi auf der Hauptseite sein, sodass man quasi wirklich nur auf der Home-Seite sein kann mit einem Login-Button und den Rest sieht man eben nicht. Da kann man nicht rauf, wenn man raufklickt, wird man quasi nicht weitergelassen. Und das sorgt, dafür soll dann quasi der Guard sorgen. Ja, und der Interceptor soll dafür sorgen, dass, wenn eben HTTP-Call rausgeht, dass er einmal prüft, hey, bist du noch eingeloggt? Genau, das ist so die Idee. Der Plan. Oder wie der Hamburger sagt, der Plan. Der Plan. Oh ja. Yeah. So, das heißt, ja, cool. Sehr gut. Wir haben im Prinzip, ich habe schon was geschafft. Ne? Ich habe gezeigt, wie man ein bisschen mit GitHub arbeiten kann. Weiß nicht, ob das gereicht hat. Aber auf jeden Fall, ich hoffe mal, du hast oder wer auch immer, ich glaube, ich sag's du, ne? Hans-Peter, dass dir das ein bisschen was gebracht hat. Man kann das alles relativ einfach aus GitHub machen, aus Visual Studio Code machen. Man hat so ein paar Feature drin. Der Git-Graph hier drin ist relativ cool, wo man sehen kann, wo wir uns gerade befinden. Ne, wir sehen, wir haben hier quasi alles rübergepackt. Der hier sollte auch reingemerged sein schon. Warum der das jetzt nicht hier anzeigt, keine Ahnung. Der ist, wir sind auf jeden Fall aus dem Main, sind wir quasi raus. Wenn ich da mal hingehe, Doppelklick. Sagt er was? Eine rein und mir einfach mal dazu, mal her, merge mal in den aktuellen Branch rein. Okay, da sind jetzt zwei Commits. Drinne. Merge-Branch. Genau, der hat einfach nur einen Merge-Branch angelegt. Ne? Dürfte gar nicht so viel drin sein. Wir sehen, was draus wird. Weil, guck. Cannot find module home. Moment. Warum nicht?
schon angelegt. Hat er irgendwie rausgemercht. Und da sind wir wieder. Ja, ich muss hier aber noch fixen. Achso, die Home-Kommoden habe ich gleich rausgelegt. Gleich hier drin. Ne? Sage in dem Modul sage ich. Und? Da. Da ist die. Hä? Achso, weil ich den Branch gewechselt habe, hat er das noch nicht wiedergefunden und so weiter. Muss ja mal in G-Surf neu starten. Ja, freut mich, dass es euch gefallen hat. Mal kurz gucken, dass es wieder noch läuft. Genau. Die ganzen Nachrichten lesen. Ich bin über mein CSS-Shadow gesprungen. Ja, genau. Ja, freut mich natürlich, dass es euch, euch Spaß gemacht hat. Und ich hoffe natürlich, dass ihr auch was gelernt habt. Nebenbei, beim Spaß. Ich habe auch was gelernt, dass CSS trotzdem scheiße ist, weil es mich einfach ärgert. Nein, natürlich nicht. Also ich habe ihm CSS wieder die Chance gegeben und es hat sie nicht genutzt. Sagen wir mal so, okay? Aber wir schaffen das. Okay, er hat gesagt, er hat es gebaut. Das heißt, jetzt läuft es wieder. Okay, genau. Es war einfach nur, weil ich den Branch gewechselt hat. Damit kam er nicht zurecht. Sehr gut. Das heißt, unsere Branch sind up to date und wir können quasi nächste Woche weitermachen. Erst nächste Woche geht es dann tatsächlich um Yards und Interceptoren und die Buggen. Gucken wir noch mal ein bisschen mehr. Ja? Cool. Hab mich gefreut. Gerne in den, warte, ich lade euch nochmal in den, oder ich packe nochmal den Link auch zu unserem Discord rein, die quasi das noch nicht sehen, noch nicht kennen. Ich freue mich auf nächste Woche. Das freut mich. Ich freue mich auch. Hier nochmal der Link zum Discord. Wenn ihr da rein wollt oder noch nicht seid, ne, oder teilt ihn gerne. Er ist 7 Tage gültig. Quasi bis nächste Woche. Und ansonsten sehen wir uns dann. Und natürlich hören wir uns jederzeit natürlich im Discord, wenn ihr da seid. Sagt gerne Bescheid und sagt gerne Hallo. Erzählt euren Freunden, dass man hier Spaß haben kann mit CSS oder mit Angular. Oder mit, man kann Spaß haben, während man sieht, wie ein Webdave an CSS scheitert, zum Beispiel. Das. Ja, cool. Ja, genau. Freut mich. Hab mich gefreut, dass ihr da wart. Dass ich nicht alleine war. Ich hatte bis jetzt noch keinen einzigen Stream, wo ich alleine war. Das fand ich gut. Freue ich mich natürlich sehr drüber. Vielen Dank natürlich dafür. Weiß ich echt zu schätzen, dass das nicht normal ist. Wir sehen uns dann nächste Woche. Bis dann. Ciao.